Ja, lol, Hallöchen, Leute. Ich dachte, ich habe hier auch schon geredet und ich dachte, ich wäre live. Ja, aber ich war die ganze Zeit nicht live und ich dachte so, hä, warum schreien die Leute die ganze Zeit, dass sie warten? Aber ja, hallo, wie geht's euch? Wie geht's euch? Fail mal wieder. Aber ja, bei YouTube muss man irgendwie, also. Aber bei Twitch ist es normalerweise so, dass wenn man auf Start Streaming drückt, OBS, dass es dann anfängt zu streamen. Aber auf YouTube, da muss man irgendwie nochmal einen extra Button drücken, damit es anfängt. Aber hier bin ich, sorry. Deswegen mag ich YouTube nicht. Ja, ich bin hier eigentlich auch eher bei der Twitch-Fraktion. Hallöchen alle, die da sind. Wie geht's euch? Sie ist nicht gewohnt, auf YouTube zu streamen. Ja, da hast du recht, Julia. Hier bin ich, genau. Ich habe auch schon mit euch geredet gehabt und habe mich so gewundert, warum sagen die Leute, dass ich noch nicht da bin. Ich bin doch schon da. Aber jetzt habe ich es geschafft. So, ja. Was ich direkt sagen will, ich streame hier heute nur auf YouTube, um euch allen mal Hallo zu sagen. Für die Leute, die nie bei den, oder nicht bei den Streams dabei sind, auch gar nicht wissen, ich streame auf Twitch. Ihr findet die Videobeschreibung, meinen Twitch-Channel eigentlich überall. Dort heißt minimolly_lp. Ich streame fast jeden Tag. Und ich wollte nochmal Bescheid geben, dass ich auch streame und dass ich auf Twitch streame und wollte deswegen heute so einen kleinen zweistündigen Stream machen und auch euch mal zeigen, wie es mit meiner Insel vorangeht. Hallo, eine Menge Leute. Hallo, hallo. Ich würde gern allen Hallo sagen, aber das schaffe ich nicht. Wird der Stream gespeichert? Ja, Mistkichen, er wird gespeichert. Ich würde auch sagen, am Anfang mache ich direkt mal eine Inseltour für die Leute, die das nicht kennen oder die normalerweise nicht auf Twitch dabei sind, damit alle mal so einen Überblick über meine Insel bekommen. Und zwar, das ist mein Eingang, ich glaube, das kennen relativ viele schon. Hier geht's dann, das habe ich neu gebaut. Die Leute aus Twitch kennen das vielleicht, aber an YouTube habe ich es noch nie gezeigt. Genau, und hier kann man dann, hier muss ich noch Kissen bestellen, das muss ich gleich mal machen auf jeden Fall. Und ja, dann geht's hier oben weiter, aber da ist es noch nicht fertig. Ich zeige euch trotzdem gleich mal. Pika Pika, ja, Pika Pika gibt es hier leider nicht, Marleen. Das ist leider ein bisschen blöd. Hier gibt es die ganzen coolen Interaktionen nicht, die wir auf Twitch haben. Weil auf Twitch haben wir das so geregelt. Viele fragen ja auch, wann ich oder ob ich mal mit euch spielen kann. Und auf Twitch habe ich das so geregelt, wenn ihr fleißig oder wenn ihr einfach aktiv zuschaut, dann sammelt ihr Kanalpunkte. Und mit diesen Kanalpunkten, die könnt ihr dann einlösen. Und dann besuche ich eure Insel oder zeige eure Insel im Stream. Genau, hier auf YouTube geht das leider nicht. Hier kann man das nicht sammeln und ja, hier gibt es die ganzen Funktionen leider nicht. Ja. Es ist zu schnell hier. Ja, es ist wirklich ziemlich schnell hier. Aktuell geht es noch. Wenn es aber wirklich zu schnell wird, dann muss ich wieder den Slow-Modus anschalten. Weil mir persönlich ist es eigentlich immer wichtig, dass ich auf den Chat mit eingehen kann. Und wenn es zu viele Leute hier sind, dann kann ich leider nicht mehr auf den Chat mit eingehen. Dab. Ja, den Dab gibt es hier auch nicht, Emanuel. Voll schöne Insel. Dankeschön. Ja, ich habe hier eine Menge Pilzlampen. Das sind alles Pilzlampen hier, die ich von Kaito und Evil M bekommen habe. Ich will meine ganze Insel ja ein bisschen leuchtend gestalten, wenn man das so sagen kann. Hier, okay, ich sage euch einfach von Anfang an mal was. Wie viele Spielstände hast du? Wie viele Spielstände meinst du, Minihammer? Ich habe nur einen richtigen Spielstand, aber ich habe noch eine zweite Switch, aber da spiele ich nicht wirklich drauf. Mein Rathaus. Oh, die Flagge muss ich unbedingt mal abändern, weil ich habe dann ein neues Design gemacht. Das können wir direkt mal machen. Wie bekommt man die Pilzlampen? Die Pilzlampen bekommt man erst im Herbst. Julian, danke für das Kompliment. Die Pilzlampen bekommt man erst im Herbst. Ich habe die deswegen von Subscribern bekommen, die halt entweder auf der Südhalbkugel spielen oder gespult haben. Du bist voll schön. Jetzt ist mir jetzt aufgefallen. Mia, dankeschön für das Kompliment. Dankeschön. So, neue Inselflagge. Schöne Insel, bin noch nicht so weit. Ja, ihr habt nur den Anfang meiner Insel gesehen. Es ist noch ziemlich, auch noch nicht. Also, es ist auch sehr chaotisch bei mir. Der Anfang ist okay, aber der Rest der Insel ist echt noch Chaos. Ich habe jetzt noch nicht getimescaled, aber ich muss es jetzt leider machen, weil immer Euphemia nachts kommt und ich die Sternschnuppen auch, und ich nachts spielen darf. Ah, Finsteruri. Ja, okay, das ist echt blöd. Aber die Euphemia kann auch schon ab 17 oder 18 Uhr oder 19 Uhr kommen. Hallo, Jasmin und Chat. Hallo, Nils.
umgehe. Das ist komisch hier. Hallo Mini. Hallo Ziggy. So, das war's. Das ist so cringe, die Namen auf YouTube zu sehen. Ja, ich bin mir auch gerade gar nicht... Hi, warum YouTube? Marlene, ich stream um 20 Uhr dann auf Twitch. Ich mache den Stream heute nur, um allen mal Bescheid zu geben, dass ich auf Twitch streame. Genau dafür ist eigentlich der Stream da. Mich einfach nochmal bei meinen YouTube-Subscribern zu melden. Und ja, genau. Um 20 Uhr geht es dann weiter auf Twitch. Dort mache ich dann... auch Animal Crossing weiter und später dann noch Mario Kart, falls ihr Bock habt. Da kann jeder mitspielen. Wir machen ein Turnier. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne joinen. Hier bin ich auch noch nicht fertig. Hier muss noch mehr gemacht werden. Hier soll auch eine Brücke rübergehen noch eigentlich. Meine Insel ist auch noch sehr chaotisch. Ich glaube, ja, das hier ist einer der chaotischsten Stellen auf meiner Insel. Ich glaube, viele Inseln sind chaotisch noch. Und ich glaube, man ist nie wirklich fertig mit der Insel. Denkst du, dass eine neue Serie von Amiibo-Karten herauskommt? Ich würde es mir wünschen, dass wir Gunnar und sowas als Amiibo-Karten bekommen würden, oder? Hallo Lindit! Kann dich grüßen! Emma, ich schaff's leider nicht, alle Kommentare zu lesen. Huch, das wollte ich nicht. Weil es dann doch ein bisschen schnell hier ist. Ich überlese auf jeden Fall, Leute, ich überlese auf jeden Fall nichts extra. Nur manchmal komme ich einfach nicht hinterher. Hast du deine Inselflagge geändert? Ja, Stefan, ich habe ein neues Design gemacht, aber es sieht... Also ihr seht eigentlich, ich habe nur die Farben geändert im Prinzip. So, ein bisschen aufräumen hier. Ich hätte eigentlich vor dem Stream mal aufräumen sollen. Meine Figur sieht aus wie du. Ja, ich mag die Frisur am meisten. Obwohl ich die mit den zwei Zöpfen auch sehr gerne mag. Das Gewinnspiel, Tobi LP, von Instant Gaming, das dauert noch 3 Tage. Das siehst du, wenn du auf den Link klickst. Wenn du auf den Link klickst, siehst du, wie lange das noch dauert. Hier habe ich noch eine kleine Insel. Das hier wollte ich sowieso auch mal abändern. Und zwar wollte ich den Fluss hier ein bisschen, ein bisschen größer machen. Spielst du Splatoon? Fragt Pizza halt. Ich habe Splatoon, aber ich bin richtig schlecht in Splatoon. Deswegen spiele ich es eher nicht so. Ich soll das vielleicht einfach mal spielen und üben. Aber ja. I don't know. Es gibt so viele Spiele, die ich noch spielen will. Ich höre dir zu und spiele selbst. Ja, Fabi, das ist die beste Art und Weise, den Stream zu gucken. Packt eure Konsole aus und zockt ein bisschen selbst und baut an eurer Insel weiter. Ich habe bis jetzt noch nie getimeskippt. Ja, findest du, Uri, das habe ich gelesen. Ich meinte, Euphemia kommt auch manchmal um 19 Uhr. Vielleicht kannst du da noch spielen. Mini, mach bitte den Slow-Modus an. Ja, soll ich den anmachen? Okay, ich mach den mal an. Weil ich gerade wirklich nicht gut hinterherkomme. Und ich eigentlich gerne auf eure Kommentare eingehe. Aber aktuell ist ein bisschen schwierig. So. Ups. Ja, ich kenne mich leider nicht so gut aus, weil das ist einer meiner ersten Streams hier auf YouTube. Deine Stimme ist voll entspannt und angenehm, dir zuzuhören. Dankeschön, Nikira. Ich bin auch total schlecht im Namen aussprechen. Ey, Molly, wenn du eine zweite Switch hast, kannst du mir doch verkaufen. Nee. Das ist meine Switch, die habe ich schon total lange. Aber die Switch wird ja auch wieder in Stock kommen. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Ja, ich wollte meine Insel weiter zeigen. Stimmt ja. Moment. So, genau. Hier, das wird auch noch alles geändert. Hier habe ich mal so ein Katalogisier-Event auf Twitch gemacht. Wo einfach alle Leute, also 7 Leute kamen immer und jeder hat 9 Items mitgenommen und dann haben wir die hier so abgelegt. Und jeder ist dann in einer Runde, also hier waren noch viel mehr Felder, ich habe es jetzt alles schon weggemacht. Und jeder hat dann einfach die Items aufgenommen, bis man wieder auf seinem Platz war. Und dann hat man seine Items wieder eingepackt und ist gegangen. Das war ganz cool. Dadurch habe ich eine Menge coole Möbel in meinem Katalog. Also ich habe echt viel Kram inzwischen. Oh, sogar, ich glaube, ich habe jetzt, ja... Die Flechtmöbel habe ich fast in allen Farben. Ist krass. Nicht schlecht, die Insel. Ja, aber es ist absolut noch nicht fertig. Also hier, das kommt noch alles weg. Hier war mal so ein Marktplatz auch, aber das fand ich nicht so nice. Ich bin auch immer ein bisschen kritisch. Ich finde, du klingst fast so wie Gaming-Card. Das höre ich oft. Aber man selbst mag seine Stimme ja nicht so. Deswegen, ich weiß nicht. Ich finde es nicht. Aber ich glaube, es kommt einfach... Ja, ich weiß auch nicht. Wie alt bist du? Ich bin 22, ich sehe vielleicht jünger aus, aber ich bin schon 22. Hier war bis vor ein paar Tagen noch eine Treppe, die hier hochging, aber ich bin hier gerade am Verändern. Also hier kommt auch wahrscheinlich noch ein Marktplatz hin. Der Fluss soll hier
weiter ausgeführt werden, kann man das so sagen. Und ja, hier ist so eine kleine Einkaufsmeile. Hier geht es dann hoch zu meinem Museum. Das habe ich gestern neu gebaut, aber damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich es so lassen will. Muss ich mal schauen. Irgendwie ist mir das zu klein. Vielleicht muss ich es größer machen. Mal schauen. Hier ist noch ein Café. Welche Wohner hast du? Ich kann dir mal kurz meine Karte zeigen. Ich habe gerade den Quastenflosser gefangen. Nice, geheim. Quastenflosser, nice. Bei mir regnet es uns in der letzten Zeit auch total oft. Also, ich habe den Quastenflosser aber schon gefangen. Das ist meine Karte, Leute. Ich habe alle Rehe. Wer mich seit New Leaf verfolgt, der wird es wissen. Das sind alle meine Wohner, die ich auch in New Leaf hatte. Und die dürften natürlich auch nicht in New Horizons fehlen. Deswegen sind sie auch hier dabei. Es ist so ungewohnt auf YouTube. Ja, Karinski, es ist wirklich. Ich gucke den Stream und arbeite an meiner Insel. So ist es richtig. Wie bekommst du so viele Sternis? Ich habe viel durch Rübenhandel gemacht. So, das ist mein Café, aber ich weiß nicht. Also ich finde ja alle Inseln immer schön, sage ich immer so. Mich kennst du bestimmt von Twitch. Ja, Feli, dann klar kenne ich dich von Twitch. Aber ich finde, irgendwie jeder macht ein Café und dann finde ich es wieder langweilig, wenn jeder das Gleiche macht. Deswegen werde ich das Café vielleicht doch noch irgendwie anders machen. Aber andererseits denke ich mir so, es spielen so viele Animal Crossing, man wird nie irgendwas machen, also vor allen Dingen, wenn man seine Sachen postet, wird man nie irgendwas haben, was man nur selbst hat. Das wird immer, jemand anders wird auch die Idee haben. So. Ich gucke natürlich schon seit New Horizons und ich mag deine Stimme und ist voll schön. Ich mache morgen 24 Stunden im Con-Channel. Was? Dankeschön für die Komplimente, aber den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden. Wann streamst du auf Twitch? Ich streame um 20 Uhr, Justin. Du brauchst nicht in Caps zu schreiben. Um 20 Uhr streame ich auf Twitch. Wie gesagt, da gibt es auch nochmal weiter Animal Crossing. Leute, die ihre 15.000 Kanalpunkte gesammelt haben. Oh, ich wollte was craften. Leute, die 15.000 Kanalpunkte gesammelt haben, können gerne um 20 Uhr ihre Kanalpunkte einlösen. Dann besuche ich sie auf ihrer Insel. Und dann, ich würde mal sagen, so ab 21 Uhr, ich weiß nicht, ab 21 Uhr spielen wir dann Mario Kart und machen ein kleines Turnier, also ein Fun-Turnier, es geht um nichts. Ja, genau. Und morgens stream ich auch wieder auf Twitch. Shit, habe ich kein Eisenerz dabei. Ja, mein Streamplan findet ihr übrigens auch auf Instagram oder auf Twitter oder auf meinem Discord. Obwohl, ich glaube, diese Woche findet man ihn gar nicht auf dem Discord, aber normalerweise findet man ihn auf dem Discord. Ansonsten, ja, wie gesagt, auf Instagram oder... Ne, auf Instagram auch nicht. Shit, ich sollte es mal aktualisieren. Man findet es auch auf Twitter. Auf Twitter findet man es auf jeden Fall. Wie viele Spielstunden? Ich habe, glaube ich, jetzt 500. 500 Spielstunden. Ah, Linerin, Hallöchen. Bis wann streamst du hier? Ich stream hier bis 20 Uhr ungefähr. Ich habe 20 Minuten auf... Warte, was? So, jetzt kann ich aber... Ein Eisenerz braucht man, ne? Ich bin gerade verwirrt. Manchmal kaufen mir auch inzwischen auch schon die Werkzeuge im Laden, aber ich will, es gibt ja dieses Achievement, dass wenn man sich Werkzeuge craftet, also das ist ein Achievement, dass man sich Werkzeuge craften soll, deswegen versuche ich sie mir immer selbst zu craften noch. Hallöchen an alle, die jetzt noch dazu kamen. So, ich zeige euch mal weiter. Spielst du auch mit dem Computer? Also ich habe eine Capture Card in meinem Computer und dadurch kann ich es über meinen PC laufen lassen, aber ich spiele an der Switch eigentlich. Also, ja. Wie lange streamst du so auf Twitch? Ich denke mal bis 22 Uhr ungefähr. Ich habe kein Nintendo Online mehr, Manu. Alexander, du kannst jetzt Nintendo Online, ist ja nicht so teuer. Ich kann es dir auch nur empfehlen, für 12 Monate über Instant Gaming zu kaufen, weil das günstiger ist, als wenn du es dir so im eShop kaufen würdest. Also 12 Monate ist ja sowieso günstiger als, 12 Monate ist sowieso günstiger, als wenn du dir nur 3 Monate oder einen Monat kaufst, weil du sparst im Endeffekt mehr. Aber ja. Du bist verhübt. Danke schon, Bad Boy, für das Kompliment. Genau, hier wohnt dann, also da wohnt Walter. Und hier wohnt Fatima. Die beiden Kleinen. Können wir zu Fatima auch reingehen ins Haus. Hallo an alle, die noch dazu kamen. Wie geht's euch? Ich muss echt mal meine Kanalpunkte auf Twitch sammeln. Und besucht werden. Braucht die Meinung einer Person.
die auf natürlichen Inseln steht. Ja, also wir machen das. Oh, Fatima craftet zufälligerweise auch. Das war mein natürlicher Instinkt. So. Ein Pfirsichkleid. Ich glaube, das kenne ich schon. Ah, naja. Achso, ja, wenn ich eure Inseln besuche auf Twitch, dann könnt ihr mir gerne sagen, ob ich. Also, normalerweise besuche ich sie einfach und schaue sie mir an, aber ich gebe meistens keine Wertung ab. Aber wenn ihr wollt, dass ich irgendwie. Ich will mich ja nicht als Inselexpertin. Oh, ich kenne das auch schon. Als Inselexpertin darstellen, aber wenn ihr wollt, dass ich irgendwie sage, was man von meiner Meinung aus verbessern würden, sollen, könnte. Dann sage ich euch das auch gerne. Aber normalerweise bewerte ich, also ich möchte irgendwie nicht die Inseln bewerten, weil jeder hat einen anderen Geschmack und so weiter. Und ja, hier, das ist mein Strand, wo Rainer inzwischen auch andockt. Das Bodendesign muss ja eigentlich auch noch weg, aber egal. Ich habe meine Alraune nach dir benannt. Was ist das, Dashi, eine Alraune? Wo kann man die Spielstunden sehen? Unter deinem Nutzerprofil auf der Switch. Einen schönen Abend an alle. Hallöchen, Crybaby. Das Haus ist so schön. Ja, ich zeige auch gerne nochmal mein Haus. Achso, das ist das Haus von Fatima. Ja, hier kann man auch. Es hat gestern geregnet, deswegen sind viele neue Blumen gewachsen. Genau, hier waren wir eben gerade. Hier kann man runtergehen. Hier kommt man dann zu meinem Haus. Ich muss das hier auch mal entfernen eigentlich. Ich mag nämlich inzwischen nicht mehr diese Wege, weil ich finde, die Wege sehen auf der Karte immer so blöd aus. Sind so, ja, so eckig, ich weiß auch nicht. Was erwartest du von Nintendo, was in den kommenden Updates passieren soll? Ich würde mir mehr Möbel wünschen, mehr Accessoires oder so, weil wenn man sieht, was es für Möbel auf Pocket Camp gibt, das wäre ein Traum. Das wäre auch super cool, wenn das in Animal Crossing New Horizons kommen würde. Also es hat auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial, sagen wir es mal so. Aber ich weiß nicht, ob so viel auch umgesetzt wird. Ich habe mich sehr von deinem Anfang der Insel inspirieren lassen. Das kann man auch gerne machen, man kann sich super gerne inspirieren lassen. Wie siehst du einfach Streams? Muss den Stream schon verlassen, muss mein Handy abgeben. Oh no! Aber ich wünsche dir einen schönen Abend, Fabi. So, erstmal ein Schluck Wasser. Auf Twitch machen wir das immer so, dass ihr mich daran erinnert. Hallo Finja! Dass ihr mich daran erinnert, zu trinken, weil ich bin. Ich vergesse sehr oft zu trinken. Ich bin da immer richtig schlecht drin. Ja. Du kannst die auch abrunden. Ja, klar kann man die abrunden. Wie groß ist der Delay? Seba, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er ist gar nicht so groß. Natürlich kann man die Wege abrunden, aber schau mal, ich kann es jetzt nicht teilen. Oh, kann ich das auch hier machen, den magischen Zeigefinger? Ja. Diese Wege sind so gerade. Nee, so. Diese Wege sind so gerade. Und man kann nur die Ecken abrunden und nicht die ganzen Wege. Und deswegen, ja, deswegen sind die Wege so lang und eckig und das gefällt mir nicht. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, okay, es hat funktioniert. Doch, der Delay ist sehr groß. Ach echt, der Delay ist sehr groß. Ups. Erst wenn ich glaube, dein Fairy Circle würde verwunschener aussehen, wenn du die Tannen anstatt Laubbäume nehmen würdest. Hab sowas bei mir auch gemacht. Ja, Tommy, da denke ich, das habe ich auch überlegt, aber ich wollte unbedingt mal Laubbäume benutzen, weil ich überall Tannen benutze. Deswegen wollte ich mal auf Laubbäume umsteigen. Kann man das Museum noch im Nachhinein umplatzieren? Ja, Nico, das kann man. Das geht. So, und jetzt werde ich das nämlich hier machen. Hier werde ich die Wege nämlich abrunden. Es ist ein bisschen anstrengend, mit den Tools immer umzugehen, aber es geht schon klar. Ich wünsche, das falsche Update-Video würde in Füllung gehen. Ja, das wäre echt cool. Hallo, Helly. Bin wieder da. Hallo Starbucks. Willkommen zurück. Hallo Yvonne.
krass, wie weit du bist. Ja, aber es gibt ja Leute, die schon ihre Insel fertig haben. Ah, da bin ich absolut noch nicht bereit. Beziehungsweise, ich lasse mir auch gerne Zeit, weil... Also, ich werde auch Animal Crossing spielen, wenn ich meine Insel schon fertig ist. Ich werde da nicht aufhören. Aber ich genieße es einfach gerade, einfach so ein bisschen, ja, meine Insel zu gestalten und... Ja, so den Progress mit euch. Irgendwie, jeder gestaltet ja seine Insel gerade und ich genieße es einfach gerade. Und will auch gar nicht so rushen und die irgendwie schnell fertig bekommen. Weil es macht gerade Spaß. Und wieso sollte man sich bei etwas beeilen, beziehungsweise es schnell fertig machen, wenn es Spaß macht? So, so sehe ich das. Hallo, Karos Fummeli. Es sind so viele Zuschauer, da nehmt es mir nicht übel, wenn sie es nicht jeden grüßen kann und habt bitte verstanden. Dankeschön, Rosie. Das stimmt. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Zuschauer. Ich check das bei YouTube nicht ganz. Lad mal die Seite neu. Ah, 500. Gut zu wissen. Ja. Wie gesagt, wenn alle da sind, ich streame normalerweise auf Twitch. Ich gehe da auch normalerweise mehr auf den Chat ein. Nur aktuell ist es hier gerade ein bisschen schwer auf YouTube. Genau, und ich streame eigentlich fast täglich. Ihr müsst euch nicht mal ihr müsst euch theoretisch nicht mal einen Twitch-Account machen, wenn ihr meine Insel verfolgen wollt und einfach ein bisschen zuschauen wollt, wie ich baue. Könnt ihr auch ohne Account zuschauen. Aber wenn ihr natürlich chatten wollt, dann müsstet ihr euch einen Account machen. Ich kann auch verstehen, dass viele Leute sich keinen zweiten Account machen oder keinen weiteren Account machen wollen, weil sie mit YouTube zufrieden sind. Das ist auch völlig okay. Ich will euch auf keinen Fall zwingen, einen anderen Account noch irgendwo zu machen. Aber ich wollte einfach mal so Bescheid geben. So. Kannst du einen Link von Design schicken? Die Mods haben, glaube ich, einen Link von den Designs. Die werden das gleich bestimmt reinschicken. Dankeschön, auch ein Entzücken an Pauline und Martin für die Arbeit. Zum Glück habt ihr mich auch daran erinnert, euch hier noch Mods zu machen, sonst hätte ich das voll verpeilt. Aber... Ja genau, Entzücken, ich wollte sagen, Entzücken ist ja die Emotion hier in Animal Crossing. Und immer wenn wir irgendwie klatschen wollen oder applaudieren, dann sagen wir Entzücken, weil das so hier in Animal Crossing auch heißt. Entzücken! So für die Leute, die das nicht wissen und sich gerade fragen, was labert die da eigentlich gerade? So. Ich bin hier mit diesen Steinmustern bin ich noch nicht ganz zufrieden. Die gefallen mir noch nicht so. Ich könnte auch die hier nehmen. Aber die gefallen mir auch nicht hundertprozentig. Ich muss mal schauen. Das Lied übrigens, was hier läuft, ist... heißt Stadt der Tiere und das ist das Lied, was in Animal Crossing Let's Go to the City lief, für ja, als man in der Stadt war. Trinken! Dankeschön fürs Erinnern, Leute. Wie bekommt man seltene Bewohner? Was meinst du mit seltene Bewohner, Lotti Dotti? Hi, einen schönen Abend. Hallöchen, Simonius LP. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Oh Mann, ich will die Pilzlampen. Die Pilzlampen sind auch so geil. Kannst du bitte mal dein Museum zeigen? Ja, das kann ich gerne machen. Ich gehe nochmal schnell hier rein und zeige euch mein Haus von innen an die Leute, die es interessiert. Ich habe seit dem letzten Video auch ein bisschen weitergearbeitet. In meinem Video, was ich gemacht habe, habe ich auch eher nicht wirklich, war ich nicht wirklich produktiv. Ich habe nur, ja, ich war verzweifelt. Also ist mein Hauptraum, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich zeige euch mal den Raum, der ist auch ganz okay, aber der ist noch nicht fertig. Der einzige Raum, der wirklich fertig ist, ist, hier. Ich gebe es auf, Justin, was ist los, Justin? Das ist mein Badezimmer, ist auch ganz okay. Hier fehlt aber noch ein bisschen mehr Grün auf der Seite hier. Muss ich noch überlegen, wie ich das mache. Im Dunkeln sieht es noch ein bisschen besser aus, wegen den Lampen hier. Aber woher kommt eigentlich... Woher kommt auf einmal der Deckel? Der kommt einfach aus der Luft. Naja, egal. Wie findest du die Events bis jetzt? Also ich fand sie, ich konnte den Kommentar gleich nicht zu Ende lesen. Ich finde, dass Nintendo da sehr schwach ist. Viele haben deshalb keinen Spaß mehr am Spielen. Eigentlich schade, meiner Meinung nach schlecht. Hust, Museumstag. Ja, ich finde die Events auch nicht nice. Aber was man bedenken muss, das sind ja keine
Also es ist ja nicht Weihnachten oder so. Das Oster-Event haben sie jetzt auch ein bisschen verkackt in dem Sinne, war jetzt auch nicht so geil. Aber es sind keine großen Events, es sind nur so kleine Events, um Leute ein bisschen zu beschäftigen. Ist ja nicht das Hauptaugenmerk. Aber ich denke, dass sie sich die Kritik auf jeden Fall hoffentlich zu Herzen genommen haben und in den zukünftigen Updates vielleicht, ja, mehr bringen. Aber man muss sagen, wir haben Büsche bekommen und das ist auch schon was Krasses in dem Update. So, und das ist jetzt mein Streaming-Zimmer. Hier ist so ein Greenscreen. Genau. Hier habe ich so meine strategischen Sachen, meine, keine Ahnung, Stongs. hier sind so, wie sagt man, Scheinwerfer? Und hier ist sogar Twitch. Genau. Und meine Animal Crossing Switch, die steht hier wirklich natürlich auf dem Schreibtisch drauf. Und hier meine zahlreichen Auszeichnungen, die ich schon als YouTuberin bekommen habe. Mein Playbutton, den ich leider nicht mehr hier hängen habe, ne, Pauline und Kaito. Aber ja, das ist mein Streamingzimmer. Ostern war aber echt ein großes Event. Es war ein großes Event, aber es war nervig. Trinken mache ich gleich nochmal. So. Kennst du Danganronpa? Ja, kenne ich. Ich habe es nochmal geguckt, den Anime zumindest, glaube ich. Aber ich vergesse das auch manchmal. Wieso Streamer auf YouTube? Faxoman, heute nur ausnahmsweise. Um 20 Uhr geht's auf Twitch weiter. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist auch noch nicht fertig. Aber diese Tapete ist einfach so geil. Mein Schlafzimmer soll halt so ein bisschen dreamy sein. Ich habe das gestern auch schon auf Twitch gesagt, aber diese Wand, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Sterne, die man früher hatte, die sich aufladen im Licht und wenn man das Licht dann ausmacht, dann leuchten die. Das sind so grüne, gelbe Sterne und die Tapete sieht einfach genauso aus wie diese Sterne und in meinem früheren Kinderzimmer hatte ich die an der ganzen Wand hängen und deswegen wollte ich unbedingt diese Tapete haben, weil die so gut passt und ja, ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Nachts sieht es auch nochmal cooler aus und diese Sterngirlande ist, das sind ziemlich viele Euphemia-Items. Ich habe diese Sterngirlande leider noch nicht. Mir fehlen noch ein paar coole Euphemia-Items. Hi, du bist mega hübsch. Dankeschön, AMG. Vielen Dank für das Kompliment. Wie bekommt man die große Werkbank? Kann die jemand craften für mich? Die bekommt man auch durch Bewohner vorgeschlagen. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich die bekommen habe, weil ich finde die große Werkbank viel cooler als die kleine. Aber mir fehlt noch die Eisenwerkbank. Die will ich unbedingt gerne mal haben. Ja. Das ist mein Wohnzimmer slash Küche. Hier fehlt auf jeden Fall noch eine andere... Also die Wand ist noch ein bisschen kahl. Generell muss hier noch ein bisschen mehr gemacht werden. Das ist hier nicht fertig. Ja, genau. Das ist auch noch Work in Progress. Ist voll fresh. Fresh oder frech? Dankeschön, Marco. Irgendwie schafft Mios dich zu... Irgendwann schafft Mios dich zu raiden. Ja, ja. Mal schauen. Nee, Spaß. Ich bin niemand auch gar nicht böse. Ich habe Respekt, dass er den 24-Stunden-Stream auf Twitch... Ah ja, Leute, ich sag mal, ein Streaming-Freund hatte gestern einen 24-Stunden-Stream auf Twitch und das bringt mich gerade auf die Idee, beziehungsweise nicht auf die Idee, aber es euch mitzuteilen, dass ich am Sonntag auf Twitch einen 12-Stunden-Stream mache. Falls ihr Bock habt am Sonntag, wisst nicht, was ihr machen wollt, kommt gerne auf Twitch auch vorbei oder kommt gerne heute Abend noch oder morgen auf Twitch vorbei. Ich streame 12 Stunden am Stück. Es wird einiges geben, es wird Animal Crossing geben, es wird sogar Animal Crossing New Leaf geben an die Leute, die noch von New Leaf-Zeiten dabei sind. Ich glaube, ich werde auch Stardew Valley spielen. Es wird auch Dead by Daylight geben, falls jemand Bock auf Dead by Daylight hat. Gibt es auch ab und zu so auf Twitch, also auf normalen Streams. Aber ja, Mario Kart wird auch dabei sein. Viele Sachen auf jeden Fall. Hab die Bonbon-Werkbank. Die Bonbon-Werkbank finde ich gar nicht so schön tatsächlich. Ich bin gar nicht richtig in meiner Facecam drin. Ich finde die Bonbon-Werkbank gar nicht so cool, weil die hat so die Farben. Ich würde gerne so eine neutrale Farbe haben. Und alle Farben sind entweder zu gelb, zu blau, zu rot oder... Was gibt's noch? Bonbon. Ja, das ist mir zu pink, das ist mir zu blau, das ist mir zu gelb und das ist wieder viel zu blau. Ich hätte gerne so eine... Das könnte man noch halbwegs neutral irgendwo hin machen, weil es weiß ist, aber das Pink passt irgendwie nicht in meine Stadt. Wenn ich dieses Design verwendet habe, löschen sie dann auch auf der Insel weg? Nee, wie meinst du das? Ich habe deine Frage nicht richtig gelesen. Wenn ich meine Designs, die ich verwendet habe, lösche, sind die dann... Achso, ja, genau, Justina. JustXtina, genau, die löschen sich dann auch auf der Insel weg. Deswegen auch keine Designs überschreiben. Ihr habt nur die Designplätze, die ihr da habt. Wenn ihr ein anderes Design drüber macht, dann ist es weg.
So, es ist ein bisschen unordentlich hier, Leute, verzeiht mir das bitte. Vielleicht mache ich hier noch. Ah, nein. Vielleicht mache ich hier noch ein Design hin. Kannst vielleicht ein Video machen, Animal Crossing für Anfänger, so 30 Tipps. Ich habe ein Tipps und Tricks Video, das vielleicht hilfreich sein kann. Das passt ja gar nicht. Vielleicht soll ich nur diesen einen Stein nehmen. Nee, aber ich habe ein Tipps und Tricks Video. Was eigentlich ziemlich anfängergerecht ist, wenn man das so sagen kann. Aber ich werde vielleicht im nächsten Tipps und Tricks Video machen für Fortgeschrittene. So. Ja, ich weiß nicht, aber inzwischen kennt auch jeder schon eigentlich die ganzen Tricks, dass man zum Beispiel ab 100 Bestellungen die Nook Shopping App bekommt und so weiter. Kannst du mal die Karte zeigen? Also, wie das alles von oben aussieht? Ja, kann ich gleich nochmal machen. Ich habe ein Poster von Euphemia. Ja, ich auch. Habe ich in meinem Schlafzimmer hängen. Euphemia ist auch einfach eine süße Maus. So. Das ist meine Karte. Wie kann man das Haus, den Haus-Exterior-Glitch fixen? Du müsstest den Bewohner nochmal neu ein- und ausziehen lassen, tja. Das ist ein bisschen blöd. Bisschen blöd. Barry will seine Insel wieder löschen. Was? Warum will Barry seine Insel wieder löschen, Angelina? Woher weißt du das? Das finde ich aber nicht okay, wenn Barry seine Insel wieder löschen will. Deine Insel ist schön. Dankeschön, Nikeria. Gibt es eine begrenzte Anzahl an Design? Ja, du hast nur die Designplätze, die du da hast. Ich bin heute mit meiner Insel endlich zufrieden. Echt? Ich glaube, ich könnte nie wirklich zufrieden mit meiner Insel sein. Ich glaube, ich würde immer irgendwas verändern wollen. Hier, ich muss auf jeden Fall noch die Designs hier verbessern. Das hier muss auch weg. Es ist schlimm, Leute, wenn man, also ich spule ja nicht, aber wenn man spult, die Blumen vermehren sich doch wie Unkraut. Oh. Na, egal. Ich kann ja noch den Rest meiner Insel zeigen. Ich habe immer noch keine Inseltour gemacht und stream schon seit... Ja, seit einer halben Stunde. Ich war gerade kurz verwirrt. Hä, stream ich gerade richtig? Oder habe ich zu früh angefangen? Nee, passt. Das hier muss... Das wird hier alles auch noch abgerissen. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden hiermit. Das sieht zwar cute aus, aber ich mag die Goldrosen erstens nicht. Und ja, ich weiß nicht. Die Brücken will ich lieber an einer anderen Stelle noch verwenden. Oder so ähnlich machen. Ja, hier bin ich auch nicht so zufrieden. Hier sind... Ich habe auch zu viele Blumen. Hier sind Benjamin und Oswald. Hier ist Roni. Das ist mein Strand mit zu vielen Blumen. Das ist echt ein bisschen too much. Sehr viele Blumen. Er will die Stadt löschen, weil er irgendwie einen Bewohner-Bug hat. Hat er in meiner Animal Crossing-Gruppe geschrieben. Oh, okay. Echt krass. Aber dann hat er alles verloren, was alle Leute ihm gespendet haben eigentlich. Genau, und hier sind wir wieder am Anfang, theoretisch. Ja, nicht so theoretisch. Hier sind wir auch wieder am Anfang. Das ist schön. Dankeschön. Ja. Ich weiß nicht. Hier bin ich auch noch nicht. Ich bin noch nicht so wirklich zufrieden mit den Bodendesigns. Aber ja, ich möchte eigentlich eher diese durchgängigen Designs löschen. Ich finde, das sieht auf der Karte einfach nicht so nice aus. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Mal schauen. Kann man eigentlich, wie sieht es eigentlich aus, das würde mich mir gerade interessieren, wenn man hier drüber noch die anderen Designs legt. Das geht ja noch. Falsches Design. Es geht theoretisch, aber ich finde es ohne schöner. Aber dadurch... Weil viele Leute haben auch gesagt, dass es sie nervt, wenn ich über diese Steinplatten laufe, aber gar kein Steinsound kommt.
würde halt dann besser auf der Karte aussehen, wenn man überall diese Punkte hätte. Ich freue mich schon auf meine Switch, die kommt Ende Juni. Ja, ich habe gehört, viele Leute bekommen ihre Switch erst Juni, Juli. Warum werden manche Inseln ge... Das ist nicht zu Ende. Schau mal im Briefkasten. Mach ich mal, ja. Mach ich mal. So. Ja, wie gesagt, sind alle Pilzlampen. Ich wollte hier Unkraut pflanzen, weil ich dachte, das kann man so wie Kleeblätter, also dass das nicht weiter wächst, wie hier zum Beispiel. Das sieht voll süß aus. Aber es wächst trotzdem. Ich dachte, am Strand wächst es nicht. Voll schade. Wie kann ich besuchen? Ich lasse aktuell niemanden auf meine Insel. Ah, Museum. Museum, mach ich. Ich gehe erstmal zum Briefkasten. Ich grab die zwei Fossilien aus und dann gehen wir zum Museum. Aber ich habe zwar schon alle Haie, weil ich sie auf der Südhalbkugel gefangen habe. Aber sonst, ich habe es nicht. Also nur meine Fossilien-Sektion ist voll. Meine Switch ist 2 Monate so früh gekommen. Nice, Finja. Hallo, Nisilan. Ich kann Namen nicht aussprechen. So, ich gehe mal kurz rein und raus. Deine Ansicht sieht so schön aus im Gegensatz zu meiner. Zoroa, mach dir da keinen Stress. Deine Insel wird auch noch schön. Du bist cool. Dankeschön. Wir bekommen dann Goldrosen. 2 schwarze Rosen mit einer Goldgießkanne gießen und dann entsteht mit etwas Glück eine Goldrose. Maxi-Stalker. Es gibt ein Kleber-Design. Ja, muss ich mir vielleicht auch runterladen. Ich meine aktuellen Designs. Ah, stimmt. Das kann ich ja benutzen. Hier den. Und das kann ich auch direkt machen. Und zwar... Das sieht so cool aus, wenn man diesen Fairy-Circle macht und dann die Pilzlampe draufstellt. Sieht irgendwie cute aus. So. So. Das sind so kleine Details, die ich sehr gerne mag. Kann man nicht in New Leaf dann auch besuchen? Am Wochenende werde ich mal schauen, dass wir irgendwie eine kleine New Leaf-Sektion einbauen. Maya, hast du mir jetzt diese... Hast du mir das eine DIY geschickt? Oder was ist es? Ah, danke schön! Geil, die kann ich irgendwo aufstellen. Ich weiß noch nicht genau wo. Sieht sie besser im Haus aus? Ich überleg mal. Ich bekomme auch immer so viele geile Sachen. Warum wächst das Unkraut weiter, aber nicht die Blumen? Echt nervig. Ja, Seba, es ist wirklich total unlogisch. So, wenn die Blumen auch nicht am Strand wachsen, wieso wächst dann das Unkraut? So. Ich schau mal, wie es aussieht. Aber ich glaube sogar, hier in dem Haus sieht die Bank besser aus. Aber ich schau mal. Umgestalten erstmal. Die Blumen wachsen bei Regen doch auch. Ja, aber nicht am Strand, Pauline. Nicht am Strand. Das meinte sie, glaube ich. So gewohnt hier auf YouTube. Mag Twitch viel lieber. Ja, ich mag... Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich mache das ja heute auch nur, um zu informieren. Ich habe dieses Insel-Designer-Tool noch nicht. Ach so, ja, Zoroa. Dann mach dir keine Gedanken. Du bist ja noch ganz am Anfang. Also, nicht ganz am Anfang, aber du... das wird alles noch. Das wird alles noch. Was ist deine Hauptfrucht? Meine Hauptfrucht ist Kirsche. Was meint ihr, Leute? Ich glaube, vorher war das besser, weil es so den Raum noch mal ein bisschen abgetrennt hat, oder? Aber die Werkbank werde ich irgendwo anders auf jeden Fall aufstellen. Deine Facecam und deine Stimme passen nicht. Ist es asynchron oder wie? Echt? Oder was meinst du? Trinken. Dankeschön, Nikira. Ich hatte leider Schule bis 12.30 Uhr. Oh Mann, aber manche Leute haben noch länger Schule, Cedric. Dein Freundschaftscode, den gebe ich leider aktuell nicht weiter. Also, beziehungsweise meine Freundesliste ist fast voll und ich nehme aktuell nur Subscriber auf Twitch ein. Du bist voll hübsch. Dankeschön, Cedric. Die andere ist besser. Ja, denke ich auch. Ich will auch Kirsche. Ja, Kirsche ist cool. Aber ich bin nicht so der Früchte-Fan. Ich möchte eigentlich all meine Fruchtbäume abholzen irgendwie. Ich werde, glaube ich, auf 3 Fruchtbäume pro Sorte reduzieren. Weil die nehmen so viel Platz weg.
Und ja, mir gefällt es einfach nicht so. So, wartet mal. Das kann ins Lager. Ich gehe gleich zum Museum. Ich habe das nicht vergessen. Die können auch ins Lager. Ja. Ich freue mich schon auf den 2-Stunden-Stream. Ich schaue immer deine Streams. Vielleicht erinnerst du dich noch an mich. Ich bin Anne. Hallöchen! Ja, im Prinzip, ich erinnere mich an viele Leute, nur auf YouTube ist immer ein bisschen schwierig, weil man die ganzen Namen nicht mehr weiß. Beziehungsweise nicht jeder genau gleich auf jeder Plattform heißt. Mist. Das sollte eigentlich hier hin. Ich habe Angst, dass ich den Pilz esse, weil ich habe den Pilz geschenkt bekommen und die wachsen natürlich erst im Herbst. Aber ich finde, der sieht so cute aus. Deswegen platziere ich den hier. Wir bestellen heute Pizza. Nice, Pfennig. Pizza ist lecker. So. Museum. Ich bin manchmal ziemlich verpeilt und vergesse das, was ich eigentlich machen wollte. Also Leute, erinnert mich gerne immer dran, was ich machen soll. Hab auch keine Fruchtbäume. Ja, ganz keine Fruchtbäume wären mir dann doch zu viel, Maya. Aber so... Halt reduzieren auf jeden Fall. Hab New Leaf Birne als Stadtwort. New Leaf hatte ich auch Birne. Das Lager ist unendlich, oder? Nein, Dina, ich habe total die Lagerprobleme. Das Lager hat nur 1600 Plätze. Erik, was geht? Guppies sind so klein, man könnte eine ganze Handvoll auf einmal in die Hand nehmen. Wie bei Popcorn. Okay. Ach ja, Mini, du hast den geangelt, oder? Eugen erzählt das jedem. Okay, Erik, komischer Vergleich. Aber ja, das Museum ist echt schön. Können ja auch mal nebenbei die Stempeljagd machen. Wenn wir schon hier sind, oder? Auch wenn man einfach jeden Tag das Gleiche bekommt. Aber jetzt sind wir schon hier, dann machen wir das auch. Wann streamst du auf Twitch heute Abend? Streame ich um 20 Uhr auf Twitch. Morgen streame ich. Bin mir gerade selbst nicht genau sicher, wann ich morgen streame. Flussfische. Hier habe ich noch nicht so viele Fische. Um genau zu sein, ein, scheinbar. Hallo, Wolfi. Oder Wolfifi. Bella hat mir gerade ein Herzhanale geschenkt. Oh, die Herzhanale ist echt cute. Ich habe die aber leider nur in blau. Ich hätte die gerne auch noch in anderen Farben. Aber ich gehe inzwischen nicht mehr in die Schneiderei rein, weil mein Kleiderschrank, beziehungsweise mein Lager platzt, wie gesagt, aus allen Nähten. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Klamotten zu kaufen. Ich bin auch ein bisschen, klamottensüchtig. Dein Gesicht sieht komisch aus. Wie meinst du das? Meinst du einfach vom Aussehen her oder ist es irgendwas verzerrt oder so? Hallöchen, hallo Luca. Kannst du mich grüßen? Bist die Beste. Hallo, Playmobil-Welten. Ich würde gerne jeden grüßen, aber das schaffe ich leider nicht. Welche Büsche... Wachsen Büsche auch am Strand? Nee, Büsche wachsen nicht am Strand. Soweit ich weiß. Aber ich bin mir nicht sicher. Morgen 16 Uhr. Dankeschön, Katie. Du bist so schön. Dankeschön. Wäre cool, wenn das Lager unendlich wäre. Wäre wirklich cool. Das hier ist echt wunderschön. Aber mir fehlt noch ein, wie heißt denn der eine Fisch? Irgendeine Stachelmakrele. Ich glaube, Stachelmakrele fehlt mir noch für diesen Monat. Ich habe erst angefangen und bin überrascht, wie weit das noch gehen wird mit Animal Crossing New Horizons. Ich habe erst die ersten drei Häuser gebaut. Ja, Simenius LP... Genieß es auf jeden Fall. Ich finde auch, die Anfangszeit hat sehr viel Spaß gemacht. Und hallo, Ray. Es hat halt durchgehend Spaß gemacht. Inzwischen macht es immer noch Spaß, weil man seine ganze Insel auf den Kopf stellen kann. Und am Anfang war es auch schön gemütlich. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die stündliche Musik nicht mehr so toll ist wie in New Leaf. Und es gibt ja auch Hacker, die haben scheinbar das Spiel so gehackt, dass man die stündliche Musik... Hä? Fehlt mir nicht ein Stempelding? Habe ich einen übersehen? Bin ich blöd, Leute? Dass man die stündliche Musik auf New Leaf oder Animal Crossing Wild World oder Let's Go to City wechseln kann. Tiefsee. Ah, ich glaube, das ist da hinten, oder? Bei den Meerengeln? Bei den Seeengeln, wie sie heißen? Wie alt bist du? Ich bin 22. Ich sehe jünger aus, ich weiß.
Du bist süß und schön. Dankeschön. Hallo. Mini-Briefkasten. Angie ist der. Ich gehe da gleich hin. Oder war die... Achso, das ist dann bei... Ah, Tiefsee. Ich weiß. Ja, ich weiß, wo es ist. Hä? Voll vergessen. Tiefsee fehlt, ja. Das Terraforming. Nicht. Ich bekomme hier das Terraforming, das nervt, versucht die ganze Zeit, aber es will nicht. Du musst Insel Image 3 bekommen. Und Insel Image 3 ist gar nicht so schwer. Bei den Ozeanen. Ja, voll verpeilt, dass es hier auch noch ein Abteil gibt. Mit dem riesen Riemenfisch. Das Ding ist halt, ich habe mir so eine kleine Mini-Dokumentation über den Riemenfisch angeschaut. Und das ist einfach krass, was das für ein Ding ist. Ist halt wirklich riesig, nicht nur in Animal Crossing. Je mehr Fische und Insekten ich spende, desto mehr Dekorationen bekommt. Echt? Waren die Dekorationen hier noch nicht vorher? Also ich weiß, dass es bei dem Fossilienbereich vorne so ist, wo wir auch gleich lang gehen können, dass da diese Figuren dann noch hinkommen. Das weiß ich. Upsi, Hallöchen. Ich habe 3 Sterne, endlich. Nice. Dann müsste KK morgen zu dir kommen. Lieber jünger als älter aussehen. Da hast du recht, keine Ahnung. Ich hoffe, ich sehe später auch noch jünger aus. Ich sammle die Stempel auch jeden Tag und gebe dir die Schmuckstücke an meine Wohner. Du auch, Jasmin? Oh, freut die das, Ray? Mögen die das? Das ist eine coole Idee eigentlich. Ja, hier kenne ich das, hier diese Quallen und das kommt ja erst, wenn man ein paar Sachen gespendet hat. Trinken, mach ich. Ich habe übrigens keine 5 Sterne an die Leute, die fragen, weil ich habe zu viel Kram in der Stadt rumliegen und es ist ein bisschen zu unordentlich. Ich kann auch nicht trinken. Ich habe 4 Sterne. Ja, ich habe auch 4 Sterne. So. Ja, das ist die Fossilien-Kollektion habe ich komplett. Wie findest du es mit Corona Lockdown? Ich finde es notwendig. So, ich habe auch kein Problem damit. Ich reg mich auf jeden Fall nicht auf und hoffe, dass wir da schnell gemeinsam aus der Krise rauskommen. Hallihallo. Hallo, Yokona. Wie geht's dir? Wie lange bist du noch live? Noch eine Stunde hier auf YouTube und dann geht's auf Twitch weiter. So. Ja, das Fossilien... Den Fossilienbereich ist der einzige Bereich, den ich, wie gesagt, schon voll habe. Alles andere ist ja auch noch gar nicht möglich. Ich habe aber auch für am Ende habe ich auch ein bisschen gehandelt oder getauscht. Oder eher gesagt, ich habe die Sachen geschenkt bekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sehr viele Sachen geschenkt bekommen. Wenn man ehrlich ist, ja. Hallo, Katha. Ich finde es immer super interessant zu sehen, wie die Insel ganz am Anfang aussah. Ja, ich finde das auch irgendwie cool, dass ich das so ein bisschen auf YouTube dokumentiert habe. Und ich müsste mir einfach nur die alten Videos angucken und ich würde meine Insel gar nicht mehr wiedererkennen. Ich liebe das Museum in Animal Crossing so sehr. Ja, ich finde es auch total schön. Das ist echt cool. Ich finde nur, was ist das für ein Baum? Und es wäre so cool, wenn es diese Bäume in echt geben würde. Also wenn man diese Bäume pflanzen könnte. Die wären so viel schöner als diese Laubbäume. Voll schade. Hallo Simon. Warum musst du die ganze Zeit trinken? Weil ich trinken wichtig ist. Hallo Jessie. Der Fossilienteil im Museum ist übrigens mega gut aufgebaut, da diese Linien auf dem Boden die Evolution des Lebens darstellen sollen. Und am Ende münden die Linien an den Bewohnerschaften. Mega nice. Ja, Leon, das stimmt. Das ist auch mega cool und du kannst dich auch selbst, beziehungsweise neben dem Affen ist ein Platz frei und wenn du deine Figur dahin stellst, dann geht das Licht an und es zeigt halt auch zum Menschen dann. Also zum, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Homo Sapien? Nee. Nee, es gibt auch so ein Fossil, das man spendet, das ist so einen alten Schädel
Ach, ich rede einfach gar nicht mehr drüber. Ich habe keine Ahnung. Hab kein Twitch. Wie gesagt, also du musst dir theoretisch auch keinen Account erstellen. Du kannst auch zugucken ohne Account. Du kannst nur nicht chatten. Playmobil-Welten, ich hab dich schon gegrüßt. Aber ich will eigentlich ungern alle Leute... Ich grüße euch alle natürlich und ich bin auch sehr froh, dass ihr alle hier seid. Aber es wäre ein bisschen too much, wenn ich jeden Einzelnen grüßen würde. Was hast du für Emotionen? Kann ich gerne zeigen. Ich habe heute noch eine dazu bekommen. Und zwar die Tagtraum-Emotion. Aber mir fehlen auch noch ein paar. Beziehungsweise noch 9. Ne, 8 Stück. Aber mir fehlt eine. Also ich habe ja alle Rehe. Und dadurch, das ist uns erst letztens auf Twitch aufgefallen. Neandertaler. Ja, aber ich glaube, es gibt noch so, der heißt anders, das Fossilienstück. Evolution heißt das. Nee, das meine ich nicht. Ich meine genau das genaue Fossilienstück. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kann da gleich nochmal zurückgehen und draufklicken. Ja, aber wie gesagt, mir fehlt leider schwungvoll, oder? Was fehlt mir? Ja, schwungvoll. Eine schwungvolle Bewohnerin fehlt mir. Ich habe halt zweimal große Schwester und zweimal Schlafmütze. Aber leider gibt es kein schwungvolles Reh und deswegen gibt es keinen schwungvollen Bewohner auf Shiny Reef. Hallo, wie geht's dir? Hallo, Annam. Mir geht's gut. Und dir? Oder euch auch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Hallo, Florali. Ich habe deine Nadel nicht gesehen, aber ich habe gerade Rosie gesehen, wie sie Hallo gesagt hat. Ich überlese jetzt ziemlich viel. Hast du schon mal Zeit gereist? Die Oliver! Ich bin eigentlich ja nicht so Zeitreisemensch, aber zum Beispiel heute habe ich gezeitreist und ich habe auch schon mal vorher gezeitreist, weil... Zeitreist? Für Time Travel sage ich immer, aber es ist auch nicht ganz richtig. Weil ich gestern den Geburtstag von Oswald vergessen habe. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich dachte eigentlich, er hat am Montag Geburtstag. Und dann habe ich am Montag schon das Geschenk verpackt und wollte es ihm geben. Und dann habe ich gemerkt, oh, er hat gar nicht Geburtstag. Und dann habe ich das Geschenk vor seinem Haus getan, damit ich halt gestern ihm dann das Geburtstagsgeschenk geben kann. Aber dann habe ich trotzdem vergessen, dass er Geburtstag hatte. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, dann habe ich nochmal zurück auf gestern gespult, um ihm sein Geschenk zu geben. Moin! Wie heißt du auf Twitch? Minimolli-LP. Aber meine Mods schicken es hier auch regelmäßig rein, wie ich da heiße. Warum kann Selene nicht einfach schwungvoll sein? Ja, das wäre eigentlich die einfachste Lösung. Meinst du Australophiticus? Genau, Leon, das meinte ich. Da brauche ich gar nicht zurückgehen. Den meinte ich. Homo erectus heißt das Ding. Das kann sein, ja. Aber dieses Ausstellungsstück heißt so. Woran erkennt man schwungvolle Bewohner? An den Dialogen. Aber du kannst auch einfach deine Bewohner googeln und dann bekommst du auch meistens schon direkt vom Internet oder vom Wiki ausgespuckt, was für eine Bewohnerart dein Bewohner ist. Beziehungsweise was für eine Persönlichkeit der Bewohner hat. Ich könnte dich auf Instagram anschreiben und vielleicht das klären mit dem Bann. Also auf unserem Discord wird eigentlich niemand grundlos gebannt und ich bin da eigentlich auch nicht zuständig. Und ja, ich weiß auch nicht. Arme Oswald, ja, ich fühle mich auch richtig schlecht, dass ich ihn vergessen habe. Aber irgendwie habe ich gestern, ich weiß nicht, gestern war sowieso ein crazy Tag. Kannst du mich mal besuchen? Max Mustermann, ich besuche die Leute auf Twitch, wenn sie aktiv zugeschaut haben und 15.000 Kanalpunkte gesammelt haben. Sowas gibt es hier leider nicht auf YouTube. Das ist ein bisschen schade. Aber auf Twitch verdienen Zuschauer fürs Zuschauen Punkte. Und mit diesen Punkten kann man dann einlösen, dass ich sie besuchen komme. So habe ich das halt ein bisschen geregelt, weil ihr könnt es bestimmt verstehen, dass viele Leute wollen, dass ich sie besuchen komme. Und ich würde es auch super gerne machen, aber dann würde ich den ganzen Tag vor der Konsole sitzen und Leute besuchen. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich es so geregelt. Hallo Official Eli. Trinken, trinken. Ja. Du bist schwungvoll. Bin ich schwungvoll genug für meine... Ups, bin ich schwungvoll genug für meinen Shiny Reef? Das kann natürlich auch sein. Hallo, hallo an alle, die kommen sind. Wie geht's euch? Wie heißt der Bewohner in meinem Hauptraum? Zur Hälfte sind es... Die Wasserfälle sind immer so laut, das regt mich richtig auf.
Zur Hälfte sind es Designs, zur Hälfte sind es. Es ist der Terrakotta-Bodenweg oder sowas. Terrakotta-Boden, glaube ich. Magst du Eugen? Also ist jetzt nicht meiner Lieblingscharaktere, aber ich habe nichts gegen ihn, sagen wir mal so. Hm. So. Ja, ich habe auch so viele Blumen. Oh, hi, Walter. Ich muss eigentlich mal bald auch Blumen irgendwie weggeben. Das nimmt langsam hier echt überhand. Und ich verleite mich, ich wollte schon wieder Sachen auf den Boden schmeißen, weil ich keinen Platz habe in meinem Schrank. So. Frage ist, ob ich hier auch Pilzlampen hinmache oder ob ich es erstmal belasse. Aber ich glaube, ich belasse es erstmal dabei. Oh, ernsthaft? Benjamin, geh weg! Mann, Benjamin, warum willst du dir jetzt diese Blume angucken? Ich habe überall Blumen. Kannst du nicht an der Blume da hinten riechen, bitte? Nein! Geh weg! Ich will dich nicht schubsen. Okay. Ich war schnell genug. Jetzt kannst du in der Blume riechen, so viel du willst, Benjamin. So, ich muss noch was anderes holen, und zwar eine kleine Sternlampe. Diese Sternlampe, ich liebe die total. Und zwar gibt es noch ein Möbelstück, das heißt Sternuhr. Und das ist halt eine Sternuhr, aber man kann es super cool nutzen. Ich zeige es euch gleich. Was ist deine Favorite Hauptfrucht? Also ich mag die Kirschen ganz gerne, aber ich habe gar nicht so eine Lieblingsfrucht. Ich hätte mich mit allem zufrieden gegeben. Hauptsache, ich mochte die Inselform, sagen wir mal so. Ich habe ein paar Mal von vorne angefangen, weil ich wollte unbedingt einen Fluss haben, der... Ich wollte unbedingt einen Fluss haben, der nicht... Der einmal im Westen und einmal im Süden endet. Und ich wollte nicht einen haben, der zweimal im Süden endet. Das fände ich blöd. Osten und Süden fände ich auch okay. Aber zweimal Süden, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Man kann mit... Was ich auch noch sagen will, man kann mit jeder... Inselform kann man was anfangen, deswegen bin ich absoluter Gegner vom Insel löschen. Macht es nicht. Wenn ihr unzufrieden seid, ihr könnt eure Insel immer irgendwie anders machen. Hallo Sang, hallo Angelina. Hallo Benjamin. Benjamin ist auch ein Cuter eigentlich. Der Blumenschnupperer, ja wirklich. Jasmin hat ein Ziegenfetisch. Manchmal wird mir das nachgesagt, ja. Aber ich bin nicht der Meinung. So. Machen wir das mal in Orange. Das sieht zwar jetzt ein bisschen von der Seite blöd aus, aber ich zeige euch das gleich, wie ich das meine. Die andere Sternuhr nehmen wir auch mit. Das DIY müsste ich auch unbedingt mal bald von Euphemia bekommen. Ich habe zu viele Blumen, da ich viele Damen gekauft habe. Und mein Kleiderschrank ist ziemlich groß. Wie, du hast viele Damen gekauft? Ah, viele Samen. Okay. Simon, ich dachte schon, du hast viele Damen gekauft und deswegen hast du viele Blumen und dein Kleiderschrank ist zu groß. Ich so, Okay, jetzt habe ich es verstanden. Molly, kannst du mir so eine Pilzlampe geben? Die sind echt schön. Ich brauche die wahrscheinlich alle selbst. Aber, Flashlies, wenn du auf der Suche danach bist, kann ich dir nur den Discord empfehlen. Dort findest du bestimmt Leute, die mit dir handeln. So. Genau. Und jetzt haben wir das hier umgedreht und man sieht von... Also, eigentlich ist es diese Uhr... Aber nur wenn man von vorne drauf guckt, sieht man, dass es eine Uhr ist. Und so sieht man gar nicht, dass es eine Uhr ist. Und es ist ein kleiner Stern. Was ich, glaube ich, ganz süß finde. Und vielleicht mache ich die Blume hier weg. Und ich mache das ein Stück hier. Ich finde es auch immer ganz schön, die Möbel so ein bisschen diagonal zu platzieren. Aber es sieht ein bisschen blöd aus, dass hier so alles orange ist. Vielleicht nehmen wir das. Deine Stadt im Herbst sieht bestimmt mega wundervoll aus. Mit den Pilzlampen. Ja, ich bin auch mega gespannt. Eigentlich war mein Plan, mit den Pilzlampen noch zu warten, bis dann wirklich Herbst ist. Aber ich konnte es wegen dieser Stelle, ich konnte nicht widerstehen. Weil ich finde, hier passen die Pilzlampen einfach super hin. Deswegen, wollte ich sie haben. Und die Hyazinthenlampen, die sind auch so schön. Die muss ich unbedingt auch noch mehr irgendwie benutzen. Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden.
mit dem Platz. Hier muss dann irgendwie noch was Cooles am Strand passieren. Ich weiß nicht, ob ich hier... Also hier kommen auf jeden Fall... Ich muss auch noch Kissen bestellen. Ich mache das jetzt mal, sonst vergesse ich das. Hat 7000 Kanalpunkte für Pika Pika eingelöst. Justin, du kannst mich nicht reinlegen. Hallo, Maggie Gumba. Wo hast du diesen Kreis, Kreis-Pattern? Du meinst den Steinkreis? Wenn du... meine Mods schicken immer ein Google Dokument hier rein. Da sind alle meine Designs, die ich benutze. Genau. Und da habe ich... Also, ich habe das Kreis-Pattern irgendwie auf Pinterest oder auf Instagram gesehen. Aber wie genau gesagt, das Dokument hat alle Designs, die ich, fast alle Designs. Die Pilz-Designs habe ich da. Obwohl... Die Kreisdesigns sind von der gleichen Designerin, glaube ich, die die Pilzdesigns gemacht hat. Wann streamst du auf Twitch? Heute um 20 Uhr. Also in einer Stunde. Geht's auf Twitch mit Animal Crossing weiter und danach jetzt, machen wir noch Mario Kart. Kissen. So. Davon brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Und dann nehme ich aber noch ein... Wie heißt es? Fernostkisten. Stellen wir noch mal ein, zwei. Oh, ich habe auch zu viele Möbel. Jetzt habe ich 5 bestellt. Genau. Und die kommen dann hier noch so drum und dann ist hier so ein kleines Strandbankett. Was ganz cute ist bestimmt. Was habe ich hier noch alles rumliegen? Ich weiß es gar nicht. Chrysanthemenkissen. Ich finde, man, also ich mag es eigentlich sehr viel zu platzieren und es so ein bisschen unordentlich zu machen. Aber wenn man zu viel platziert, dann wirkt es irgendwie, dann ist es zu unordentlich, habe ich das Gefühl. Oh, Benjamin fängt an zu singen. Kannst du mal am Video deine Insel zeigen und uns rundführen? Das ist auf jeden Fall geplant, Siko. Aber es muss hier noch so viel gemacht werden. Ist mir ein bisschen peinlich aktuell, weil es hier einfach auch mega unordentlich ist. Hier muss ich eigentlich... Hier kommt auch noch irgendwas hin. Oh, eine Fundsache. Da müssen wir mal mit den Bewohnern reden. Wer hat denn hier was verloren? Ich habe nicht den... Also wenn man mit den Bewohnern redet, bevor man... die Fundsache aufhebt, dann sagen sie, dass sie was verloren haben. Und wenn man die Fundsache direkt beim ersten Versuch zurückgibt, dann bekommt man mehr Pluspunkte, mehr Freundschaftspunkte. Kann ich deine Stadt kommen? Aktuell lasse ich leider niemanden auf meine Insel. Ich muss aufhören. Dankeschön, dass du da warst. Was hältst du von Skippen? Ich habe nichts dagegen. Ich ignoriere die Ballons inzwischen schon, aber den hole ich mir jetzt. Weil mich die inzwischen auch einfach nerven. Nicht nur wegen dem Oster-Event, es sind einfach immer zu viele. Wehe, das fällt ins Wasser. Ganz knapp. Finde ich süß, dankeschön. Bleibt der Stream online? Ja, der Stream wird online, online bleiben. Der Stream wird online bleiben. So. Wieso habe ich wieder so viele Sachen hier? Ich muss die Fossilien auch analysieren lassen. Gibt es nie ein Ende bei Animal Crossing? Immer passiert irgendwas. Ja, irgendwie schon. Eine Lavalampe. Aber ich glaube, ich habe schon sehr viele Farben. Ich lasse die da jetzt einfach stehen. Weil... ja, ich keinen Platz in der Tasche habe. War nicht hier eben dann noch irgendjemand? Ich muss gleich die Fossilien analysieren. Erstmal, Mini, bekomme ich dann FCE? Ja, Justin, genau. Hey und willkommen. Hallo, Manuela. Wie bekommt man die Hyazinthlampe? Wie bekommt man wie jedes DIY von Bewohnern? Wenn sie craften oder so. Sei gegrüßt. Hast du was verloren? Okay. Irgendwie hat niemand meiner Bewohner etwas verloren. Aber da liegt was. Ja, bei Dina und Eckart.
Wie bekommt man die Goldschleuder, wenn man 300 Ballons abgeschossen hat? Du bist zwar cool. Danke, Lina, für das Kompliment. Hast du mitbekommen, was sich Stefan alles ausgedacht hat, als er hier zu Besuch war? Und ein Blümchen gewässert. Nice, Stefan. Es soll in Zukunft ein Update geben, wo man danach für Möbel zahlen soll. Das glaube ich fast nicht. Was sagst du dazu? Wie meinst du das? Von diesem Update habe ich noch nichts gehört. Oh, Azisa ist auch hier. Okay. Wusste ich nicht, aber ja, gut zu wissen. Kannst du gerade Meilen abholen, Mini? Check mal dein Nook-Phone. Ja, kann ich bestimmt. Ich check es inzwischen gar nicht mehr so oft. Ich habe auch... Warte, meine Facecam ist hier drüber. Fast 100.000 Meilen. Weil, wie gesagt, ich hab alle... Ah ja, das mache ich auch ab und zu. Ich verlose an alle, die Interesse haben. Ich verlose jeden... jeden Montag und Freitag verlose ich einen Bewohner eurer Wahl, da ich alle Amiibo-Karten habe. Hier. Ich habe also alle... Bisschen flexen. Ich habe alle Amiibo-Karten. Ich habe die... Es ist voll, das Album hier. Und ich habe alle Alben, das heißt viermal, plus die Wohnmobilkarten. Das heißt, ich kann jeden Bewohner einscannen. Ich würde es, also ich mache das dann auf meiner zweiten Switch und spule dann einen Bewohner für euch raus und scanne den ein. Und ich verlose, genau. Ich verlose jeden Montag und Freitag einen Bewohner auf Twitch. Genau, da kann man einfach dann teilnehmen, wenn man einen Account hat. Und da, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich benutze Meilentickets gar nicht so oft aktuell, weil, wie gesagt, ich habe alle Bewohner und, also ich habe alle Amiibo und habe meine Bewohner halt schon mit Amiibo geholt und bin deswegen jetzt nicht auf Bewohnerjagd in dem Sinne. Das ist ganz praktisch, deswegen bin ich nicht so der Meilenticket-User und deswegen habe ich meine ganzen Meilen da irgendwie so angesammelt. Weird Flex. Wie bekommt man die Goldaxt, wenn man 100 Mal seine Axt kaputt gemacht hat? Alle Amiibo, ja, alle Amiibo. Und auch alle diese Amiibo habe ich auch. Es wäre cool, wenn es wirklich noch eine fünfte Serie geben würde. Nee, eigentlich wäre es doch nicht so cool. Mein armes Geld, nee. Ist okay jetzt so. Ich habe alle, es reicht. Eine fünfte Serie, oh Gott, müsste ich wieder anfangen zu sammeln. Ich habe die halt damals schon gesammelt gehabt, als es noch nicht so, als der Hype noch nicht so da war. Ah, wie süß, Eckart. Oh. Warte. Diesen Plattenspieler in Schwarz, den hätte ich auch gerne. Der sieht so cool aus. Ich habe den nur in Rot oder so, das ist so schön. Ich mag Enten. Wer noch? Enten sind auch cool. Wann aber gehst du immer live? Lisa, ich gehe fast jeden Tag auf Twitch live, nur nicht auf YouTube. Enten sind toll, ja. Ich war einfach auf einer Skorpion-Meileninsel. Auf diese Skorpion-Meileninsel will ich auch unbedingt nochmal. Aber... Okay, ich dachte gerade, er sagt was anderes. Bin 20 Uhr dabei, bis später. Tschüss, Wiebke, ich freue mich, bis 20 Uhr. Was sind deine Traumbewohner? Meine Traumbewohner sind alle meine Rehe und meine Lieblingsbewohner sind Walter und Vroni. Und die habe ich alle schon, deswegen bin ich wunschlos glücklich. Du bist so cool, hübsch. Dankeschön, Pamela. Hallo, Oana. Da sah gerade voll komisch aus, alle, als du deine Facecam bewegt hast. Und warum schreibt jemand, dass er Enten mag? Enten sind cool! Okay, zu Azisa muss ich gleich. Weil ich möchte diese eine Tapete, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine Kaffee... Ich glaube, die heißt Kaffeetapete. Die sieht so schön aus. Die hätte ich voll gerne. Und ich glaube, die kriegt man bei Azisa nur. So. Irgendwie hat niemand was verloren. Fragen wir mal Erik. I'm lost, lol. Ja, genauso wie ich. Oh, und heute... Normalerweise, wenn ich streame, habe ich immer eine Jogginghose an. Und heute habe ich eine Jeans an. Oh, und es ist so eng. So. By the way. Hat jemand einen Basketballkorb?
Gibt den Basketballkorb noch in verschiedenen Farben. Aber ich kann auch nur meinen Discord empfehlen. Da gibt es viele Leute, die auf jeden Fall handeln. Mini-Briefkasten, Angie, ich gehe gleich rein. Dran. Was? Hat er gerade was gesagt, dass er was verloren hat? Ich habe nicht zugehört, Leute. Warte mal, ich schaue mal kurz in die Screen. Nee, okay. Ich habe gerade mal den Stream angeguckt, weil es verzögert war. Aber ich dachte, er hat was verloren. Nee, hat er nicht. Schade. Magst du einen Goldboden haben? Ich habe, glaube ich, den Goldboden schon. Ich habe Enten als Haustier in Real Life. Oh, wie cool. Ungewöhnlich. Ich bin früher immer nur Enten füttern gegangen. So, Fatima. Wir reden nochmal mit Fatima. Kannst. Ah, und zum Briefkasten, Angie. Ich gehe gleich zum Briefkasten. Kannst du deine Inselkarte zeigen? Mache ich gleich nochmal. Lass uns quatschen. Philipp! Sie reden immer nur von euch, Leute. Hallo, bin wieder da. Hallo, Blackpink Lisa, wie geht's? Wie findest du Gunnar? Also ich muss sagen, ich kann verstehen, warum er so gemocht wird, aber ich finde ihn auch ein bisschen eistresen, meinte er. Ja, Mann, leider nicht das. Ich muss erstmal zum Museum gehen und die Sachen analysieren und dann gehe ich zum Briefkasten, weil meine Tasche ist ja gerade voll. Aber zurück zu Gunnar. Ich kann verstehen, warum er so gehypt wird, aber ich persönlich habe jetzt nicht so ein großes Interesse an ihm. Deswegen ist der Hype bei mir nicht da, aber ich kann verstehen, warum die Leute ihn mögen. Ist halt irgendwie... Anime-Charakter? Also Kiki meinte das mal, dass er ein bisschen wie ein Anime-Charakter ist und dass er deswegen so beliebt ist. Ich kaufe die Posterbewohner, die von meiner Insel gegangen sind, als Erinnerung. Oh, das ist voll die süße Demi-Schnitte. Das kann man halt auch echt gut machen. So. Nicht Sophia. Versuch's mir zu merken, Sophia. Nach dem Video-Stream rein in die bequeme Hose. Ja, eigentlich müsste ich das echt machen, Rosie. So. Hallo, Lana. Ich habe bis jetzt einige Bewohner, aber einige mag ich nicht so sehr. Ein Elefanten, Punk und Hauke, ein Kaiserpinguin. Ich glaube, Hauke ist doch ganz cute. Aber ja, jeder hat seinen Geschmack, ne? Hier, ich zeige nochmal meine Inselkarte für die Leute, die noch dazu kamen. So, die Hälfte meiner Insel ist eigentlich im Umbau. Ich brauche noch Sternsplitter. Ja, ich habe inzwischen jetzt wieder einige angesammelt, aber die gehen weg wie warme Semmel. Ich habe mich von einem Skorpion stechen lassen. Wenn du auf der Insel bist, dann ist es ja nicht so schlimm. Du spawnst ja immer wieder neu vorne. Aber wenn du auf deiner Insel bist, dann ist es blöd. Habe ich es mir gestern auch passiert. Gut, und dir, mir geht's auch gut, Blackpink Lisa. Brauchst du einen Goldbarrenstapel? Ich glaube, Benny, den habe ich auch schon auf DIY. Du bist die Beste. Dankeschön, Emma, für das Kompliment. Ich möchte Hamid wieder haben. Er ist ausgezogen. Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis du wieder Hamid haben kannst. Außer du bekommst ihn durch eine... Ich glaube, außer durch Amiibo-Karten kannst du ihn wieder bekommen. So. Verkaufen wir ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Unkraut. Schwesterhaube. Mini-Rock. Und mögen die sind die Bewohner glücklich, wenn man denen den Fossilienbandschmuck schenkt? Weil, also die Bewohner, ich habe manchmal Angst, meinen Bewohnern was zu schenken, weil sie dann die Sachen in ihre Wohnung machen und das dann teilweise auch hässlich aussieht. Nur die Hälfte, ja, wirklich nur die Hälfte. Es ist doch, Wohnung muss doch einiges gemacht werden, wirklich. Ja, ich habe Angst, meinen Bewohnern manchmal was zu schenken, weil die tun das dann in ihr Haus und das sieht dann hässlich aus. Aber ich habe gehört, dass sie Wand-Items nicht aufstellen. Also, Wand-Items werden nicht im Haus gezeigt. Das ist eigentlich ganz gut. Ich finde immer voll blöd, dass ich die gleichen Fossilien ausgrabe. Ja, Sophia, man kann aber auch mit Leuten handeln und Fossilien tauschen.
Ich habe heute ein Foto von Grimm bekommen. Ich habe leider noch nie ein Foto von meinen Bewohnern bekommen. Deswegen will ich den eigentlich immer etwas schenken. Aber die haben mir noch nichts geschenkt. So, jetzt zum Briefkasten aber. Bevor mich Angie wieder... bevor ich sie vergesse. Millike, Hallöchen. Freut mich, dass du auch hier bist. Deine Facecam ist voll cool. So ein Animal Crossing Design. Ja, Blackpink dieser genau. Yes. Hallo? Was? Spencer von Pretty Liars? Ja. Genau, das bin ich. Ist das die... Achso. Nee, das ist nicht der echte Maxi-Fall. Noch ein paar Pilze. Du brauchst ja noch ein paar. Ah, danke schön, Angie. Noch ein Pill. Vielen, vielen Dank. Wie lieb von dir. Und Gesa, die Kochmütze ist cool. Passt doch in deine Küche, ich hoffe doch. Oh, Gesa, ich habe erst heute eine Kochmütze, glaube ich, aussortiert. Aber dankeschön. Trinken. Mach ich gleich. Ich habe schon wieder eine Flasche Wasser fertig getrunken. Ich habe schon 7 Fotos von Bewohnern. Nice, Klaus. Ich habe meine Bewohner irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Hallo, Lena. Übermorgen hat mein Lieblingsbewohner Geburtstag, Franka. Ist das ein Elefant? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, danke schön, Angie, wie lieb. Pilze stelle ich gleich irgendwo hin. Ich habe Angst, dass ich auf Essen drücke. Ich leg sie erstmal hier hin. Ich weiß noch nicht genau wohin. Aber ich freue mich, dass ich sie habe auf jeden Fall. Dankeschön, Angie. So, genau. Ich wollte meinen Bewohnern ein paar Geschenke machen. Ich schenke meinen Bewohnern jetzt einfach mal auch das fossilen Bandschmuck und so weiter. Mal schauen, wie sie darauf reagieren. Kannst du mal ein Video machen, wo du eine Insel zeigst? Ja! Yep. Kannst du mir sagen, wie man diese coolen Bohnen-Designs machen kann? Die sehen aus wie ein Kreis. Meine Moderatoren schicken immer wieder Links rein. Du kannst, ja. Die schicken immer wieder die Links von meinem Google-Dokument rein. Und da sind alle meine Designs drin, die ich benutze. Und das Video ist auf jeden Fall geplant, aber wie gesagt, meine Insel ist aktuell leider ein bisschen chaotisch. Und deswegen möchte ich erst noch ein bisschen aufräumen, bevor ich wieder so ein Inseltour-Video mache. Kennst du Marianne? Sie ist so cute. Ja, Marianne ist ein süßer Oktopus auf jeden Fall. Ja, die mag ich auch. Wen magst du am wenigsten von den Bewohnern, die du bis jetzt hattest? Leandro. Heißt das so? Leonardo? Warte, ich bin mir unsicher. Leonardo hieß er doch, oder? Aber hier ist der Leandro. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. So sehr mochte ich ihn nicht. Ich schenke meinem Bewohner auch Früchte. Auch wenn es eigentlich besser ist, nicht die Heimatfrucht zu schenken. Aber es ist eine ganz gute... Also es ist auch immer wichtig, dass ihr eure Geschenke einpackt, weil dann bekommt ihr... Also es ist nicht wichtig, aber dann bekommt ihr mehr Freundschaftspunkte. Einen Freundschaftspunkt bekommt ihr mehr pro Tag. So, gehen wir mal zu Boni. Ich liebe alle Eichhörnchen in Animal Crossing. Eichhörnchen sind auch cute. Wie geht es dir? Mir geht's gut, Norbert. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wie kriegt man die Pilze? Die kriegt man alle... Oh, jetzt setzt sie sich gerade hin. Und jetzt kann ich ihr nichts schenken. Egal, dann warte ich kurz hier. Ah. Hä? Was hat sie gesagt? Ich habe nicht zugehört. Egal. Guckst du Anime? Ja, ich mag Anime. Die Pilze bekommt man im Herbst erst. Leandro. Leandro war es. Dankeschön, Steve. Genau.
Leandro. Genau, ihr habt recht. Ich habe Leonardo und ich hasse ihn, er zieht nicht aus. Ich bin so froh, dass ich dir mit Amiibo-Karten kicken konnte. Ich habe heute Geburtstag, mit dem Stern besser kann es nicht werden. Gut, alles Gute zum Geburtstag, Gabi. Ich werde Croki einfach nicht los. Ich rede so lange schon mit ihm, aber er zieht einfach nicht aus. Also ist Ninji, der Dataminer, hat heute oder gestern die neuen Informationen. Yvonne, schau später mal in deinem Brief. Was mache ich, Yvonne? Mache ich. ich bin gespannt. Was soll ich sagen? Ja, Ninji hat Informationen zum Bewohnerausziehen gegeben. Und es ist so, dass Bewohner nicht ausziehen, wenn man sie schlägt. Also je besser man mit den anderen Bewohnern befreundet ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Bewohner auszieht, mit dem man am wenigsten befreundet ist. Also ganz minimal um ein paar Punkte. Aber im Prinzip, oh, ich kann es leider nicht mehr genau wiedergeben, ist mega kompliziert von der Formel her. Aber im Prinzip ist es purer Zufall und man kann da nichts dran ändern. Also es gibt keine Magie dahinter, man kann sich wirklich beeinflussen. Außer mit dem Trick, dass wenn ein Bewohner, also es gibt einen 5-Tage-Cooldown. Wenn also ein Bewohner von euch ausziehen will und euch anspricht, oder nee, er spricht euch nicht an, er hat ja diese Denkblase über dem Kopf und ihr sprecht ihn an und er sagt dann, dass er ausziehen will und ihr das Gespräch beendet und es gespeichert hat, dann dauert es 5 Tage, bis der nächste Bewohner wieder ausziehen will. Deswegen ist der Trick, wenn ihr einen bestimmten Bewohner raushaben wollt und ihr mit dem Bewohner sprecht und er sagt, er will ausziehen, aber es ist gar nicht der Bewohner, den ihr ausgezogen haben wollt, dann hört mit dem Gespräch auf, macht das Spiel direkt aus, ohne zu speichern. Also lasst das Spiel nicht speichern. Und wenn ihr wieder im Spiel seid, dann spricht nicht den Bewohner an. Sprecht ihn nicht an, ignoriert ihn für den Rest des Tages. Und am nächsten Tag sollte diese Denkblase auf einen anderen Bewohner übergesprungen sein. So könnt ihr ohne Spulen einen Bewohner rausbekommen. Ansonsten könnt ihr auch spulen, da geht es schneller. Aber ja, das ist der Trick dahinter. Spulst du? Ich spule nicht. Nee, scheiße. Roni ist ja wieder aufgestanden. Aber ich habe nicht mit dir geredet. Oh Mann. Ich bin wieder da. Hallöchen, Zang. Ich hoffe, ich kriege am Anfang gute Bewohner. Ja, aber am Anfang kann man nur große Schwester und sportlich bekommen. Alle anderen Bewohner kann man nicht bekommen. Also die ersten beiden Bewohner nur. Was ist denn, wenn dein Hassbewohner krank ist? Also, dann würde ich ihn einfach... Also, wenn du ihn wirklich hast, dann würde ich ihm nicht Medizin geben. Aber wenn du eine nette Person bist, dann würde ich ihm schon Medizin geben. Der Arme, der ist ja krank. Würdest du das aussagen, wenn ich einen Eingang nachbaue? Also, ich habe da ja kein Patent drauf. Also, ihr könnt machen, was ihr wollt. Schnell, bevor sie sich wieder hinsetzt. So, was schenken wir ihr? Wir schenken ihr mal den Wandschmuck. Mal schauen, wie sie reagiert. Ich hätte so gerne ein Foto von ihr. Bin ich ja mal gespannt. Oh, ein Insektenwandschmuck. Ah, okay, sie mag es auf jeden Fall. Und ich bekomme meinen Fitness-Top. Dankeschön, Fatima. Fatima. Roni. Ich bin manchmal so lost, dass ich die Namen meiner Bewohner nicht richtig sage. Ich gehe da mal. Tschüss. Dankeschön, Blueberry Mango, dass du dabei warst. Mein liebes Bewohner ist Bienchen. Bienchen ist auch mega süß. Trinken. Hab ich grad. Von mir wollen immer die Bewohner... Oh, mit Selina hatte ich noch nicht geredet. Susu. Oh Mann. Wieso? Ah, ich hätte ja auch was schenken müssen. Wieso sagt mir niemand, Oswald könnte es verloren haben? Mit dem habe ich noch nicht geredet. Ich habe einfach meine Lieblingsbewohner bekommen. Oh, da hat es aber richtig Glück, Anna-Maria. Ich bin auch wieder da. Waren gerade spazieren, haben ein Eis. Oh, ich hoffe, das Eis hat geschmeckt, Jessie. Ich war heute auch mal draußen und habe heute Föhr gegessen. Das war auch lecker. Sehr lecker. Hat irgendjemand Sternschauer? Ansonsten, auch auf unserem Discord gibt es eine extra Channel für Insel-Events. Ich
Ich mag die Musik. Ja, die Animal Crossing Musik ist entspannt, aber ich mag die Musik von New Leaf mehr. Hallo Emily. Und hallo Gamergirl14. Hallo, hab das schönste Eichhörnchen, was es in Animal Crossing New Horizons gibt. Was ist denn das schönste Eichhörnchen deiner Meinung nach, Daniela? Hab es mal vergessen und der Bewohner war am nächsten Tag immer noch krank. Weiß aber nicht, wie lange der krank bleibt. Ich glaube höchstens 2 Tage. Höchstens 2 Tage. Ich hatte es nämlich auch mal. Ich habe nur einmal vergessen, dass Eckart krank ist. Das war ein bisschen blöd. Du bist mir eine so sympathische Streamerin. Weiter so. Dankeschön, Mann. Ich hab's voll lieb. Dankeschön. Ich habe Erik und ich finde ihn mega. Ja, Erik ist auch cool. Mein Lieblingsbewohner. Ups. Hallo, Jojo. So, okay, sie war nicht so begeistert von der Kirche, glaube ich. Mir fällt gerade auf, gibt es eigentlich 1 Afrische? Nee, die gibt es leider nicht mehr. Die gibt es leider nicht mehr. Du hast jetzt bestimmt Bock auf Eis, ja. Ich habe gleich noch Königsrolle. Ich glaube, bevor der Twitch-Stream anfängt, mache ich mir ein Stück Königsrolle ab. Darauf hätte ich Bock. Langnese-Königsrolle, kennt ihr das? Ich liebe das. Wer das kennt, wie esst ihr das Eis? Von innen nach außen oder von außen nach innen? So. Du bist so hübsch, dankeschön. Jasmin, hast du... Und nochmal hübsch. Dankeschön für das Kompliment. Ich check das nicht, du kannst doch das Baumengrün gar nicht öffnen. Hä? Das Baumenü gar nicht öffnen und wenn ich ein Design nehme, ist alles ein Bohnen. Ich will. Du musst. Ich kann es dir gleich zeigen, Melli, aber du musst einfach nur hier platzieren drücken und dann Kachelmatte drücken. Kachelmatte. Das ist das Zauberwort in dem Fall. Mach bitte weiter so wie du bist. Dankeschön für die Komplimente. Ich heiße Selina und ich finde Selina als Bewohnerin richtig witzig. Ich mag Selina auch, weil sie ein Reh ist. Aber ich mag Selina. Also wenn ich ein Reh am wenigsten mag, würde ich sagen Selina. Aber ich mag sie trotzdem. Der Katzenfreund, hallo. Was möchte ich in Animal Crossing mehr? Hamster oder Maus? Ich glaube, ich würde Hamster sagen. Aber puh, ist ja immer nur persönliche Präferenzen, ne? Wo ist denn Oswald? Ich habe doch schon mit dem. Habe ich mit dem geredet? Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist auf jeden Fall Walter. Dem Stück. Ah, da ist Oswald. Und da ist auch Martin. Ja. Ich liebe Huschke. Und ich habe ihn. Nice, Sabine. Sehr nice. Kennst du Eduard, diesen kleinen Panda-Bär? Ich mag den so gar nicht. Ich glaube, Eduard ist sogar relativ beliebt. Snows. Ein Pulli mit Kopfhörern. Mein Lieblingsbewohner ist Sinan. Sinan ist das Känguru, oder? Das ist auch cool. Wie gerne magst du Mimi? Mimi ist auch in Ordnung. Ich mag sie sehr gerne. Hast du Fatima? Ja, Fatima habe ich auch. Ja? Ich habe das Gefühl, niemand wird mir sagen, ob sie was verloren haben. Haben sie sich gerade gegrüßt? Obwohl ich... Ich hebe es jetzt einfach auf. Und ich kann es ja untersuchen. Und dann kann man herausfinden. Ein Roman. Der Autor scheint Fremdwörter zu lieben. Man versteht kaum einen Satz. Wisst ihr, welche Persönlichkeit das ist? Möchte Sandrine. Sandrine würde auch perfekt auf deine Insel passen, sagen. Magst du Miese zu? Ich fand sie auch in Ordnung. Aber ich bin da auch nicht so im Hype drin. Ich liebe Christa. Hab sie auch. Christa ist auch süß. Oh nein, Selina am wenigsten. Ja, aber ich mag sie ja trotzdem sehr gerne. Warum hast du so viele Hirsche? Ich liebe die Rehe. Ich finde es auch echt krass. Die YouTube hat eine richtig starke Verzögerung im Gegensatz zu Twitch. Ich habe das Gefühl, ich frage etwas
und es dauert 10 Minuten, bis ihr das bei, bis es bei euch ankommt. Und in der Zeit habe ich schon wieder vergessen, dass ich was gefragt habe. Selbstzufrieden. Tippe auf ausgeglichene Bewohner. Also es gibt so eine Liste. Ich mag dich. Dankeschön, Karos. Karo. Rebecca, bist du am Handy? Weil das wird mir schon ein paar Mal gesagt, dass es irgendwie verpixelt ist, aber am PC ist das Design, der Designcode eigentlich sehr gut zu erkennen. Ausgeglichen. Ich google mal. Das ist Walter. Universal-Seminar. Lost Item Guide. Animal Crossing New Horizons. Machen wir es nochmal so, damit wir uns ganz sicher sind. Nee. Es war, glaube ich. Irgendwo bei den. Hä? Oh ne. Ich find's nicht. Aber es gibt so einen Guide für die Sachen, die verlorenen Items. Da sieht man genau, wem das gehört hat. Gefunden. Es sind so viele. Okay. Buch. The book is hard to read, the pages are rap. No. Ein Roman. A novel looks really difficult. It's a kind of book only a. Ja, okay. Normal. Hä? Was denn normal für eine Persönlichkeit? Ausgeglichen? Ausgeglichen, oder? Kommst du auf YouTube-Streams? Habe ich heute ausnahmsweise mal gemacht, Tachin. Ich streame gleich auf Twitch weiter um 20 Uhr. Geht's auf Twitch weiter. ich glaube, es ist ausgeglichen. Schönen Abend, dir auch noch. Simonius LP. Ich bin so schwer. Ich kann leider nicht. Ja, ausgeglichen. Okay. Dann kann es ja nur Fatima sein. Fatima crafted, aber probieren mal unser Glück. Okay, schreibt auch alle. Upsi, oh nein! Ich habe hier zu viele Blumen rumliegen. Oh Gott, ich muss hier mal Blumen aufräumen. Wieso fragst du keinen Bewohner? Gina, weil... Wenn man das beim ersten Mal richtig macht, dann bekommt man mehr Freundschaftspunkte. Also wenn du es direkt beim ersten Mal zum richtigen Bewohner abgibst, bekommt man mehr Freundschaftspunkte. Und ja, das will ich natürlich ausnutzen. Und ich hoffe, ich mache es richtig. Oh nein! Ah, es gehört Walter. Hä? Dann habe ich mich vertan. Mark, it's a novel. Oh. Ja, okay. Ich habe mich vertan. Hey, shit. Aber es klingt sehr ähnlich, weil bei Walter ist es halt das, was wir gerade gelesen haben, und bei normal wäre es, dass dieser Roman sehr schwierig zu lesen ist. Und nur ein sehr gelehrter oder sehr, wie sagt man, sehr intellektueller
Leser würde das lesen können. Ich finde, das klingt sehr ähnlich. Na gut, hier, Walter. Wir waren zwar direkt neben dir, aber hier hast du dein blödes Buch wieder. Sei glücklich damit. Hallo, Antonia Crossing. Lost, ja, wirklich lost. Egal. So 10 Minuten darüber philosophiert, wem es gehört. Mini, ich kann dir nachher helfen beim Aufräumen. Ja, ich muss eigentlich einfach mal ein paar Blumen irgendwie wegpflanzen. Und ich weiß nicht. Ich muss auch ein bisschen terraformen. Es ist einfach so viel hier zu machen. Was hat er mir gegeben? Bürohemd. Kochmütze. Tut mir leid, Gesa, aber ich werde, glaube ich, die Kochmütze verkaufen. So. Weil ich keinen Platz mehr habe. Hallo, Paul. Schön was trinken. Mein Trinken ist gleich leer, aber ich trinke den Rest noch auf. Hast du von dem Skandal der Animal Crossing YouTuber Brooklyn Forest gehört? Nee, Marius, was da passiert? Hä, warum kann ich es nicht schenken? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist für Gesa gewesen. Brauchst du die Wasserpumpe noch, Gesa? Das hatte ich für dich eingepackt und deswegen kann ich es nicht schenken. Lol, okay. Cooler Stream, dankeschön. Hallo Mini, hallo Brigitte. Ich bin gerade vom Sport gekommen. Hallo Nevio. Ich hoffe, du hast dich ausgepowert. Kannst jetzt entspannen. Mein absoluter Traumbewohner ist Prinz. Prinz ist auch cute. So, okay. Ich mache einfach mal hier weiter. Kann dann währenddessen auch ein bisschen mehr in den Chat gucken. Mini ist hauptberuflich lost, ja. Bin ich leider wirklich. Findest du Jimmy? Ich finde Jimmy cool. Ich hatte den New Leaf in meiner Zweitstadt. In meiner Let's Play-Stadt sozusagen. Briefkasten! Oh ja, Yvonne, beziehungsweise Bonnie. Habe ich nicht vergessen. Ich gehe mal gleich gucken. Hallo, Cheyenne. Ich habe jetzt mit Misuzu. Misuzu ist auch cool. Ich spiele erst Animal Crossing seit 5 Tagen und ich suche das jetzt schon. Mein neues Lieblingsspiel. Das kannst du laut sagen. Animal Crossing ist auch einfach toll. Kannst du mich grüßen? Hallo, Laura. Hat jemand Sterne? Ich habe eine Strandinsel. So eine tropische Insel. Das ist auch cool. Wie bekommt man den Mondsichel? Das ist ein Item von Euphemia. Kann man von Euphemia bekommen. Habe mir Animal Crossing New Horizons so sehr gewünscht. Habe es auch dann 4 Tage nach Release bekommen. Aber seit Anfang diesen Monats nicht mehr gespielt. Weil ich einfach nicht weiß, was ich aus meiner Insel machen soll. Auf jeden Fall nicht verzweifeln. Einfach langsam Insel gestalten. Man kann aber so viel machen. Das finde ich so cool. Och Mann, ey. Leider nur noch 18 Minuten, ja. Aber danach geht es, wie gesagt, auf Twitch noch weiter. Was ist dein Traumbewohner? Mein Traumbewohner sind, wie gesagt, Walter und Woni und die habe ich schon. Hallo, Silke. Wieso antwortest du mir nicht? Lord Manu, das mache ich nicht extra. Irgendwie habe ich das auch übersehen. Du bist die einzige YouTuberin, die ich kenne, die ständig auf ihre Zuschauerarten antwortet. Ich versuche das echt so gut wie möglich zu machen. Aber hier auf YouTube war das am Anfang auch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Jasmin, ein Teil meiner Insel ist wie eine Art Dorf. Ich mache auf der einen Seite der Insel eine Stadt, um Sachen kaufen zu können. Und ich mache dort noch ein Café und ein Hotel und noch Stände für Streetfood. Oh, sagen, das ist voll cool. Ich finde es generell so cool, diese Gassen, die manche Leute machen. So, ja, diese coolen japanischen Streetfood-Gassen oder asiatischen Streetfood-Gassen. Finde ich mega cool. Brooklyn Forest ist eine sehr homophobe Streamerin, welche ihre Fans, meistens sehr junge Fans, abzockt, indem sie ihnen anbietet, ihre Insel zu hacken und zu terraformen für 300 Dollar. Echt? Ich habe sie eigentlich als ganz cool angesehen, Brooklyn Forest. Und homophob ist sie auch. Okay. Ich habe mich nicht informiert. Ich möchte jetzt hier irgendwie keine Gerüchte verbreiten. Deswegen reden wir am besten nicht drüber. Ich habe keine Ahnung, aber hätte ich nicht erwartet. Immer gibt es irgendwo Drama und Dinge und ja, Streit gefühlt. Ab wann kann man die Inselbewertung nachschauen?
Wenn du soweit bist, wird Tom mit dir sagen, nachdem du den Campingplatz gebaut hast eigentlich. Oh. Ah, das müsste... Was mache ich hier? Oh mein Gott, das müsste eigentlich so bleiben. Beziehungsweise ungefähr. Ich bin manchmal ein bisschen Brain AFK. Und ich sehe nichts wegen diesem blöden Baum. Mann, ey. Ich finde das Terraforming-Tool auch teilweise ein bisschen anstrengend. Es macht nie genau, es macht nie das, was man will. Nein, nicht zuschütten. Mann, Mann, Mann. So. Ich weiß gerade selbst nicht ganz genau, was das hier wird. Ich habe das Gefühl, ich habe es falsch gemacht. Ah ja, das war hier. Nein! Hilfe! Ich will das doch nicht so machen! Hilfe! Ich sehe auch nichts wegen diesen blöden Bäumen. Aber okay, im Prinzip so geht es auch. Ich wünsche mir seit 2 Monaten eine Nintendo Switch, aber die sind überall ausverkauft im Internet. Und in den Läden. Weißt du, wann die noch welche... Es kommen auf jeden Fall noch welche. Die werden ja nachproduziert. Nur aktuell sind, glaube ich, Lieferengpässe. Das ist das einzige Problem. Aber du kommst auf jeden Fall noch an deine Switch, würde ich sagen, André. Hab morgen Videokonferenz in Chemie. So gar keine Lust. Ja. Das mit den Videokonferenzen kenne ich in der Uni. Hatte heute auch wieder eine Videokonferenz. Und wir müssen aktuell Referate halten in dem Thema. Beziehungsweise in dem... in der Vorlesung und es ist so uninteressant, weil, I don't know, die Referate auch nicht so spannend vorgetragen werden. Und das ist halt, es sind halt auch, es ist halt eine Prüfungsleistung, die so vorgetragen wird und es ist halt über online noch einmal viel, viel schwieriger zuzuhören, weil man sich von so vielen Sachen ablenken lässt. Ist es bei dir auch so warm? Nee. Also heute war es angenehm, aber es ist nicht warm gewesen. Magst du eigentlich Domtendo? Also ich gucke ihn nicht aktiv, aber ja, ist einer der besten bzw. bekanntesten Let's Player in Deutschland. Beziehungsweise vor allen Dingen im Nintendo-Segment. Oh, das wird schwierig. Ich muss hier alles abrunden. Muss ich gleich. Das regt mich auch ein bisschen auf. Es ist manchmal ein bisschen schwierig hier zu terraformen. Weil jetzt komme ich nicht mehr gut hier ran. Ich muss gleich über den Fluss das machen, damit ich die Felsen abrunden kann. Hallo Tanja, hallo Deadman. Was studierst du? Ich studiere Marketing und Vertrieb im Master. Hab morgen einmal Schule. Oh, einmal? Ich habe gehört, bei vielen Leuten fängt jetzt die Schule wieder an. Also so richtig.
Oder so halbrichtig, indem sie alle 2 Tage irgendwie Schule haben, wenn sich die Klassen abwechseln. Sehr krass, was da alles momentan abgeht, auf jeden Fall. Trinken. Nikira, Trinken ist am Start. Ich suche nach wie vor Kirschen für meine Insel. Ansonsten auf dem Discord fragen, da haben bestimmt Leute Kirschen übrig. Trinken, habe ich gerade gemacht. Kennst du Zombie und German Let's Play? Na klar, kenne ich die. Ich habe die früher auch gerne geguckt. Nur aktuell gucke ich gerade gar nicht mehr so viel YouTube. Ich habe vorher auch nie so viele Streams geguckt, aber seitdem ich selbst auf Twitch streame, gucke ich sehr viele Streams, weil ich mag das halt, dass man einfach noch so ein bisschen interagieren kann mit den Leuten. YouTube-Videos sind auch cool. Ich finde, YouTube-Videos sind eher so informativ, aber inzwischen finde ich so Unterhaltung, finde ich halt ziemlich nice auf Twitch. So. Dann runden wir das alles mal ab und ich mache hier wieder alles kaputt, was ich eben gerade gemacht habe. Das ist super anstrengend, Leute. Aber was tun wir nicht alles, damit die Insel gut aussieht? Case Crossing mag ich lieber als Domtendo. Ich finde, die kann man gar nicht so richtig vergleichen, weil Domtendo ist halt so ein overall Nintendo Let's Player und Chase Crossing ist ja eigentlich auch eher nur so wie ich Animal Crossing pur. Oh, man könnte eigentlich aber auch hier so eine kleine Fläche lassen und hier 2 Blumen pflanzen. Ich glaube, es würde nicht schlecht aussehen. Aber ich habe jetzt keine Blumen hier. So, damit es ein bisschen halt nicht so steif aussieht. Wenn man versteht, was ich meine. So. Ich gehe 9-mal in die Schule bis zum Sommer. Wow, okay, das ist echt nicht viel. Krass. Nein. Es ist mega kompliziert, was ich hier gerade mache. Aber anders ging es nicht, um diese blöden Steine abzuformen. Kannst du doch das üben, weil ich habe keinen Twitch. Leider ist mir die Plattform. Also, was heißt leider? Twitch finde ich als Plattform viel angenehmer zu streamen und man hat so viel mehr Interaktionsmöglichkeiten aktuell. Ich weiß nicht, ob YouTube das nochmal ausbauen wird, aber aktuell ist einfach von der Qualität der Streams ist Twitch einfach noch ein bisschen weiter. Und du kannst theoretisch auch auf Twitch zuschauen, nur halt nicht kommentieren. Aber so ist es einfach für mich viel angenehmer auf Twitch zu streamen. So. Mann. Ich bin verwirrt. Nein! Ah, dieses blöde Terraforming-Tool. Ich gehe noch 3-mal bis zum Sommerferien. Oh, krass. Ich krieg gleich einen Ausraster wegen diesen blöden Terraforming. Guten Abend. Hallo, Anton. Kannst du mal ein Video mit Zombie, Gelpe, Maudado machen oder mit Maxify? Also, ich glaube eher, dass die kein Video mit mir machen wollen, weil man mich halt einfach nicht kennt. Also es wäre mir auch ein bisschen peinlich, die anzufragen. So. Minioli, wie kommt man auf Twitch? Twitch.tv eingeben und dann ist man auf Twitch. Oder wie meinst du das? Yeah.
Oh. Ich sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Shit. Obwohl, vielleicht sieht es. Vielleicht sieht es gar nicht so schlecht aus. Leute. Ich schaue mir das gar nicht immer so gerne. Also auf Twitch mache ich es auch immer aus, wie viele Leute zuschauen. Weil ich das angenehmer finde. Gar nicht zu wissen, wie viele Leute zuschauen. So, ja. So sieht es doch, glaube ich, ganz gut aus. Vielleicht korrigiere ich diesen einen Fehler. Den kann ich auch von der anderen Seite korrigieren. Noch kurz größer gemacht werden. Ich benutze auch irgendwie immer nur... Ich mag nicht so große Flüsse, weil die nehmen irgendwie so viel Platz weg. Ich nutze immer dreimal große Flüsse, kann man das so sagen. Dreimal breite Flüsse, also drei Felder breit. Vier Felder breit ist ja, glaube ich, der normale Fluss. Man kann auch fünf Felder breit machen. Aber... Ja. So. Ja, so sieht es gar nicht besser aus. Und hier pflanze ich dann zwei Blumen hin. Ja, ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Hier oben kommt dann auf jeden Fall auch so eine Art Marktplatz noch hin. Der Fluss muss hier auch irgendwie runtergehen. Ich glaube, das lasse ich hier dann so runterfließen. Kann man schräg einen Wasserfall machen? Nein. Oh, es wäre doch so schön, wenn man hier schräg einen Wasserfall machen könnte, oder? Voll schade, dass es nicht geht. Muss ich mir das nochmal überlegen. Aber ja, ich würde sagen, ich mache mir jetzt gleich auch noch ein Eis, weil ihr mich angesteckt habt mit dem Eis. Vielen Dank an alle Leute, die zugeschaut haben, 500 Leute. Ich streame jetzt gleich auf Twitch weiter, Animal Crossing. Ich baue wieder ein bisschen weiter. Die Leute, die ihre 15.000 Kanalpunkte gesammelt haben, die werde ich dann besuchen, falls es jemand einlösen will. Und Briefkasten, Yvonne, ich habe es nicht vergessen, ich gehe da gleich auch noch dran. Was soll ich sagen? Genau, später gibt es noch Mario Kart und all die Leute, die Mario Kart spielen wollen. Ich verstehe, dass Leute wollen, dass ich auf YouTube streame, aber es ist leider zu viel, auf beiden Plattformen gleichzeitig zu streamen. Und mir macht das Stream auf Twitch gerade sehr viel Spaß. YouTube-Videos kommen natürlich trotzdem weiterhin auf YouTube, ist ja klar. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Ich werde demnächst auch so ein kleines Update-Video aus Shiny Reef geben. Damit die Leute, die vielleicht dann doch nicht auf Twitch sind, ja, zugucken können, wie ich meine Insel weiter gedeiht. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und habt einen schönen Abend. Bis gleich an alle Leute, die gleich noch auf Twitch sind. Tschüssi!